Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Namen des Hessischen Finanzministeriums möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Vorstellung des IPSAS-Abschlusses 2019, wo wir einen Vergleich gemacht haben unseres traditionellen HGB-Abschlusses, den wir hier seit etwa 10 Jahren in Hessen machen, zu einem einmaligen Abschluss nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften. Wir stellen fest in unserer Praxis, dass die ganze Thematik der DOPIG in Deutschland sehr nach Schwarz und Weiß unterschieden wird. Hier ist das gute HGB auf der einen Seite und hier sind die sehr kapitalmarktorientierten internationalen Rechnungslegungsvorschriften auf der anderen Seite. Und wir haben uns einfach für Hessen angeschaut, inwieweit ist denn dieser Gegensatz, ist der überhaupt richtig oder inwieweit bedingt sich das eine nicht mit dem anderen, beziehungsweise sind die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach einigen Impulsvorträgen dann die Frage diskutieren können, inwieweit ein Abschluss nach HGB und ein Abschluss nach IPSAS sich unterscheiden und was für Konsequenzen das für europäische Rechnungslegungsstandards bietet. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen erstmal unseren Finanzminister Michael Boddenberg. Er wird einige Worte sagen zur Harmonisierung des Rechnungswesens in Deutschland. Dann hören wir einen Vortrag von Herrn Müller-Markes-Berger. Er ist Mitglied des IPSAS-Boards, die internationalen Rechnungslegungsstandards setzt und wird uns dort erzählen, wie diese internationalen Standards entstehen und wie dieses IPSAS-Board überhaupt zusammengesetzt ist. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Böcking von der Universität Frankfurt, der einen Blick auf die Wissenschaft, auf die Internationalisierung des HGB richtet. Ebenso begrüße ich Herrn Professor Groß von der Hochschule Niederrhein aus Krefeld, der das konkretisieren wird, gerade in Bezug auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in Deutschland. Und schließlich wird Ministerialrat Bott, der Leiter dieses Projekts, vorstellen, wie sich das ganz konkret ein Abschluss nach international, nach IPSAS-Standards unterscheidet von einem Abschluss nach HGB. Und anschließend werden wir das gegen 16:45 hier in diesem Kreise diskutieren und erörtern und einmal schauen, was bedeutet das denn für die Zukunft der öffentlichen Rechnungslegung in Deutschland und möglicherweise auch in Europa. Und jetzt darf ich Herrn Minister Boddenberg das Wort geben. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Und herzlich willkommen. Herr Dr. Rüdiger hat schon darauf verwiesen, dass wir nur kurze Eingangsstatements vorlegen wollen, um dann auch miteinander zu diskutieren. Ich will erstmal sehr herzlich danken für die rege Teilnahme. Ich glaube, bei einem solchen Thema muss man nicht unbedingt erwarten, dass Massen dem folgen. Aber es scheint mittlerweile, das ist mein Eindruck, seit geraumer Zeit so zu sein, dass der Inhalt unterschiedlicher Facetten diese Diskussion zunehmend nicht nur mit Spannung verfolgt wird, sondern auch mit einer gewissen Zielsetzung, dass man Schritte weiterkommt. Ich kann ein wenig aus der Erfahrung insofern plaudern, als dass ich schon mal Mitglied des Kabinetts, also der Landesregierung in Hessen war, seinerzeit als Bundesratsminister in Berlin, auch mit der Konstituierung vieler dieser Bereiche zu tun hatte, seinerzeit sehr engagiert mit dem damaligen Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes, Herrn Professor Eibelshäuser, immer wieder mal versucht habe, in Berlin Kolleginnen und Kollegen der anderen Landesregierung ein bisschen zu infizieren, wenn Sie so wollen, mit dieser Idee, dass man aus der Kameralistik vielleicht auch über andere Formen der Rechnungslegung und Jahresabschlüsse nachdenken sollte. Wir sind ein bisschen weitergekommen und jetzt zu versuchen, ich hoffe, ich das Gerät so zu bedienen, dass Sie auch ein wenig optisch animiert dem, was ich vortrage, folgen. Geht das nicht? Ja. Die Stimme ist etwas dumpf, wird gerade repariert. Es liegt an der Technik, nicht an meinem Stimmband, glaube ich. Ja, diese Darstellung Europakarte zeigt, wo wir 2012 standen, was das doppelte Rechnungswesen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union anbelangte. Sie sehen dort Deutschland und Irland in einer Farbe, die sehr konstant auf Kameralistik geprägt war und alle anderen oder viele andere schon in der DOPIG bzw. auf dem Weg dahin.
Das hat sich dann einige Jahre später sehr verdichtet. Das sehen Sie hier, glaube ich, sehr eindrücklich. Das sind hier die einzigen beiden Staaten oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die noch in der Kameralistik verharren, verweilen. Ich will das gar nicht mit einer Wertung verbinden, sondern es nur feststellen, nämlich die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande. Alle anderen sind entweder schon in der DOPIG bzw. auf dem Weg dahin. Und wenn man dann auch noch mal schaut, wie sieht es denn in der Bundesrepublik aus, kann man auf den Ebenen, über die wir zu diskutieren haben, feststellen, dass wir, was die Länderseite anbelangt, ich meine mich zu erinnern, Herr Dr. Rüdiger, korrigieren Sie mich, Herr Bott, ursprünglich die Hessen die Ersten waren, die als Flächenland einen doppischen und testierten Jahresabschluss erstellt haben. Hamburg als Stadtstaat ebenfalls, aber ich glaube anfänglich, möglicherweise auch bis heute, das weiß ich gar nicht, auch noch nicht mit einem klassischen Testat. Sei es drum, wir haben mittlerweile einige Nachbarn, nämlich Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, mit auf diesem Weg. Auf kommunaler Ebene sieht es völlig anders, nämlich sehr viel flächiger und homogener aus. Das können Sie der mittleren Landkarte entnehmen. Ja, und was die Bundesebene anbelangt, will ich das einfach nochmal auch optisch und wollen wir optisch darlegen, dass es da möglicherweise ja nicht nur Diskussionsbedarf über die grundsätzliche Frage gibt, sondern wenn man das schon diskutiert, auch über die Frage diskutiert wird, was ist denn dann der Grundsatz der Rechnungslegung? Und das wird ja dann auch Thema der Debatten heute und auch in naher Zukunft sein. Ja, ich glaube, ich darf noch mal daran erinnern, dass die Staatsfinanzkrise seinerzeit uns alle veranlasst hat, über diese Fragen intensiv auf europäischer Ebene zu reden. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Debatten um, nennen mal, weil sich viele erinnern werden, an die Staatsverschuldung, insbesondere in Griechenland seinerzeit. Ich hatte hin und wieder die Gelegenheit, damals in der Berliner Phase dieser Krise mit Menschen wie dem Bundesbankpräsidenten und anderen auch in Europa darüber zu diskutieren. Muss es eigentlich irgendwann ein Insolvenzrecht für Staaten geben? Will mal auch daran erinnern, Schuldenschnitte und anderes sind ja damals so gewesen, dass wir auch viel gelernt haben und viele Grundsatzdebatten geführt haben, die in einer solchen Krise vielleicht eher auch zwar notwendig sind, aber manchmal auch ein bisschen zu spät kommen. Will damit andeuten, dass ich glaube, in Zukunft noch eine ganze Reihe sehr grundsätzlicher Fragen zu klären sind. Und wenn wir in Corona gerade eins gelernt haben, dann ist es, glaube ich, den Hinweis erlaube ich mir dann schon, die Tatsache, dass manche glauben, wir könnten und sollten einfach ein bisschen schneller werden, was ja nicht bedeutet, dass man in eine Richtung marschiert, die vorgegeben ist, sondern ergebnisoffen diskutiert und entscheidet, aber halt möglicherweise die Entscheidungsprozesse beschleunigt. So, es gab dann die Richtlinie aus dem Jahr 2011, wo es um die Frage schon ging, der europäischen Ebene, wird es am Ende Ipsos sein oder wird man etwas Eigenes in Betracht ziehen? Das ist dann am Ende die Beschlussfassung 2013 gewesen, dass man auf Ebene der Kommission sagt, wir schaffen ein eigenes europäisches Regelwerk für die öffentliche Hand, allerdings durchaus mit einer gewissen Referenz zu dem, was Ipsos uns dort an auch Impulsen und Möglichkeiten der Rechnungslegung, insbesondere in Bewertungsfragen, liefert. Das ist nochmal eine, ich finde, ganz gute Zusammenstellung für alle diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit diesen Fragen beschäftigen, von IFRS über Ipsos, EPSAS und HGB mit den unterschiedlichen Grundambitionen, wenn ich das so nennen darf. Wir natürlich sehr geprägt in der Bundesrepublik durch das HGB, durch den Kaufmannsgrundsatz. Und ich habe immer mal auch als Einsteiger in die Politik gesagt, unsere Gesellschaft sollte vielleicht weiterhin auch Kaufleute in welcher Unternehmensform und Größe auch immer haben, die hin und wieder auf dem HGB geschlafen haben beziehungsweise es unter dem Kopfkissen hatten, um das zu inhalieren, was der Geist des HGB ja tatsächlich auch, ich finde, an sehr positiven für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft über Jahrzehnte hin gebracht hat. Aber wir sind nun mal nicht alleine auf der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, haben im Bereich der Unternehmensabschlüsse ja, wie Sie alle wissen, IFRS eigentlich als grundlegenden Standort, weil Kapitalmärkte nach wie vor eine und zunehmend vielleicht auch eine Rolle spielen bei den Fragen, welche Aussagekraft hat denn der Jahresabschluss von international operierenden Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind.
Ja, und dazwischen sind dann die Varianten der öffentlichen Hand, wo es sicherlich gar nicht mehr so um nur die grundsätzlichen Fragen geht von Ipsos und EPSAS im Vergleich, sondern vielleicht um die Frage gehen sollte, was kann, wenn man ein europäisches Konzept und Regelwerk schafft, am Ende dabei noch angelehnt an Ipsos, an Einflüssen dort stattfinden, die klugerweise jetzt diskutiert werden sollten, bevor man am Ende dann auch Vollzug möglicherweise auch auf deutscher nationaler Ebene geht, nämlich sich in die Doppik hin zu bewegen. Ja, die bisherige Debatte bei uns ist natürlich und völlig zu Recht sehr geprägt vom Budgetrecht der Parlamente. Auch das ist ja etwas, über das wir gerade in diesen Tagen sehr, sehr intensiv diskutieren. Und ich sage ausdrücklich, es gibt kein Jota daran zu zweifeln. Aber als Abgeordneter habe ich immer auch das Bedürfnis, und wir sind oder ich auch immer Abgeordneter gewesen, auch während der Zeiten in Landesregierungen, das Bedürfnis gehabt, ein bisschen mehr Klarheit und Wahrheit und Aussagekraft aus dem zu haben, was uns als Nicht-Haushaltspolitiker, der ich früher war, vorgelegt worden ist. Das steht außer Zweifel, A, die Budgethoheit generell und zum Zweiten glaube ich aber, dass wir auch uns alle ein bisschen trainieren müssen, auch in der Doppik trainieren müssen, diese Zahlen und Aussagewerte von Jahresabschlüssen der Doppik auch wirklich zu nutzen. Ob das die Frage ist, was kostet eigentlich ein neuer Mitarbeiter im Schnitt? Kameralistik haben wir da immer den groben Daumen gehabt, glaube viele auch heute noch so einen groben Daumen. Auf der anderen Seite denke ich jedenfalls viel bewusster, seitdem wir in Hessen eingeführt haben, darüber nach, welche Folgekosten haben das, hat eine Neubeschäftigung, welche Rückstellungen sind zu bilden. All das wird Ihnen ja entweder bekannt sein oder Sie werden es auch heute noch mal an verschiedenen Stellen hören. Kurzum, ich glaube, dass es gar keinen Gegensatz gibt, im Gegenteil, zwischen dem, was die Exekutive bei der Haushaltsaufstellung zu etablieren hat und dem, was das Parlament und die Informations- und Transparenz Freiheit des Parlaments und die Rechte des Parlaments anbelangt, sondern im Gegenteil gemeinsame Interessenlagen. Ja, wir sind so ein bisschen, und dann will ich auch gleich schon schließen, in Hessen Vorreiter. Ja, manchmal haben wir in früheren Jahrzehnten gesagt, Hessen vorn, so weit würden wir nicht gehen. Aber Vorreiter soll ja wirklich zunächst mal nur auf die zeitliche Dimension dieser Diskussion hinweisen. Es war schon 1998 in Richtung der heutigen hessischen Opposition, müsste ich hin und wieder sagen, zumindest in Richtung der Sozialdemokraten. Ich glaube, da haben noch Sozialdemokraten das Land regiert. Also das ist keine Unionsidee alleine, sondern das hatte eigentlich einen breiten Grundkonsens ursprünglich. Dort gab es schon die Kabinettsentscheidung zur Einführung der Doppik. Ich erspare in die einzelnen Daten, will nur noch auf einen Zeitpunkt hinweisen, den ich sehr gut in Erinnerung habe, nämlich das Jahr 2009, als wir vor der Frage standen, wie begleiten wir kommunikativ denn jetzt die Veröffentlichung des ersten komplett doppig aufgestellten und testierten Jahresabschlusses, weil dort nämlich zum ersten Mal auf der Passivseite der Bilanz das Volumen unserer tatsächlichen Verbindlichkeiten zu sehen war. Und wir hatten natürlich die Sorge, dass man da die Rückstellungen über mehrere zweistellige Milliardenbeträge dort neu in der Bilanz auf einmal auftauchten. Wir hatten die Sorge, dass das bei der ein oder anderen oberflächlichen Betrachtung in der Öffentlichkeit zu einem sehr negativen Blick auf diesen Jahresabschluss führen könnte. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen zu sagen. Bis jetzt haben wir nach kameraler Haushaltsführung halt nur die tatsächlichen Kredite und Schulden, die wir am Kapitalmarkt eingegangen sind, über Jahrzehnte aufgeführt. Jetzt kommen alle weiteren Verpflichtungen hinzu. Ich glaube, das ist in Anführungsstrichen bei denen, die sich überhaupt dafür interessieren, für öffentliche Haushalte im Detail konsumiert, dass man das verstanden hat. Und zum Zweiten erlaube ich mir immer wieder mal auch die Diskussion, das haben wir gerade dieser Tage gehabt, auf der Aktivseite fehlt natürlich auch in Wahrheit was, weil wir die zu erwartenden Steuereinnahmen dort eben nicht bilanzieren, soweit sie über das Jahr hinausgehen. Und insofern kann man sicherlich nicht sofort auf ersten Blick den öffentlichen Haushalt unter Doppik mit dem Haushalt einer privatwirtschaftlichen Unternehmung vergleichen, was aktiv und passiv und die Bilanz im Sinne von vage anbelangt. Aber dennoch glaube ich, dass wir dort große Schritte weitergekommen sind in der Transparenz. Ja, letzter Punkt ist, wir haben Herr Dr. Rüdiger es angesprochen, einen ersten Pilotabschluss, wenn Sie so wollen, unter EPSAS. Das wollen wir hier heute diskutieren.
Und dazu lade ich Sie herzlich ein. Ich freue mich sehr, dass wir solche Expertise heute im Raum haben und wir hoffentlich ein wenig davon wegkommen, dass hier grundideologische Debatten geführt werden. Ich finde, es sprechen ganz viele Argumente für das eine wie für das andere. Aber was die Grundsatzfrage zur Topic zu wechseln anbelangt, bin ich beharrlich der Meinung, dass es klug wäre, wenn Deutschland sich dort im Konzert der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch eigentlich international bewegt. Herzlichen Dank, herzlich willkommen und viel Freude an den Diskussionen und Präsentationen, die Sie heute erfahren werden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt kommt als nächstes der Vortrag von Herrn Müller-Markesberger. Müller-Markesberger ist Mitglied des sogenannten IPSAS-Boards, des Gremiums, was die IPSAS-Standards setzt. Und er wird uns einen Vortrag halten generell zu den internationalen Rechnungslegungsstandards und zu den Entwicklungen, die diese in der nächsten Zeit mit sich bringen. Ja, Herr Minister, meine Damen und Herren, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser, wie ich meine, sehr wichtigen Veranstaltung. Ich möchte zunächst die Veranstalter beglückwünschen zur Finalisierung des Konzernabschlusses 2019 nach IPSAS. Ich bin sicher, dass das Land Hessen damit einen wichtigen Beitrag in der Diskussion über die Geeignetheit der IPSAS für die EPSAS leistet und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern mit Sicherheit über die Grenzen hinaus. Bevor wir die Geeignetheit der IPSAS für die EPSAS diskutieren, wollen wir ganz kurz die Frage stellen, was ist denn das überhaupt, die IPSAS? Herr Dr. Rüdiger hat es angesprochen. Wer ist denn der Standardsetter und was beinhalten denn diese Standards? Darauf werde ich in dem ersten Teil meines Vortrags eingehen, bevor ich ganz kurz das Arbeitsprogramm des IPSAS-Boards vorstelle, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, an welchen Themen das IPSAS-Board aktuell arbeitet. Herr Minister Bodenberg hat es richtig gesagt, wir müssen uns einbringen und deswegen ist es wichtig zu wissen, an welchen Themen das Board arbeitet und an welcher Stelle sich die Öffentlichkeit und auch eben Deutschland insbesondere einbringen kann. Im dritten Punkt ganz kurz den Fortschritt in 2020. Ja, es gab Fortschritt, vielleicht verwunderlich in Zeiten von Covid, in denen sich Boards kaum physisch treffen können. Aber trotz alledem wurde Fortschritt erzielt. Und am Schluss ganz wichtig, das Thema Konsultation zum Arbeitsprogramm des IPSAS-Board für die Jahre 2022 und 2023. Das IPSAS-Board ist keine neue Institution. Der ein oder andere heute wird es vielleicht zum ersten Mal hören. Es ist aber in der Tat vielmehr so, dass dieses Board schon seit über 20 Jahren Rechnungslegungsstandard für den öffentlichen Sektor bearbeitet und setzt. Aktuell sind 37 doppische Standards verfügbar, die anwendbar sind, und ein kameraler Standard. Dieser kamerale Standard definiert Anhangangaben für öffentliche Einheiten, die im Grunde als Zwischenschritt hin zu einer vollständigen doppischen Rechnungslegung dienen sollen. Denn für diese Anhangsangaben brauchen Sie bereits Prozesse, die die Doppik unterstützen. Und deswegen ist das kein Standard, der als Endstadium gedacht ist, sondern wie gesagt als ein Zwischenschritt hin auf dem Weg zur Doppik. Daneben gibt es drei freiwillige Handlungsleitlinien, beispielsweise zur Berichterstattung über die Nachhaltigkeit. Und es gibt ein Rahmenkonzept. Auf dieses Rahmenkonzept werde ich nachher noch mal gleich eingehen. In diesem Rahmenkonzept, und das ist relativ wichtig natürlich als Grundlage für jeden Standardsetter, aber auch für jeden Ersteller von Finanzinformationen, werden grundlegende Rechnungslegungsziele definiert, es werden Rechnungslegungsprinzipien definiert, es werden grundlegende Definitionen vorgenommen und es werden die Elemente des Jahresabschlusses definiert. Was nicht ganz trivial ist, sich die Frage zu stellen, was soll denn eigentlich in einem Jahresabschluss abgebildet werden. Einen wichtigen Schritt hat die IFAC, die International Federation of Accountants, die im Grunde das Dach ist für diese Standard-Setting-Boards, getan, indem sie im Jahr 2015 begonnen hat, die Governance-Struktur aufzubauen. Die IFAC ist damit einer Kritik begegnet, die aus der Öffentlichkeit kam, und ich komme darauf später auch in der Diskussion nochmal, insbesondere auch aus dem europäischen Raum kam, dass alle anderen Standardsetter eine Aufsicht über die Involvierung der Öffentlichkeit hatten, das IPSAS-Board bis dahin noch nicht. Und diese Governance-Struktur hat zwei Elemente. Zunächst mal die sogenannte Consultative Advisory Group, das ist die Gruppe, der ich als Vorsitzender vorstehe.
Dieses Konsultations- und Beratungsgremium dient im Grunde als Brücke zwischen dem IPSAS-Board und den Adressaten und Anwendern der Standards und ist insofern ein ganz wichtiges Sounding Board. Diese Gruppe hat 25 Mitglieder, davon 10 Ersteller, Finanzministerien, 3 Rechnungshöfe und 3 Parlamentarier. Das ist sehr wichtig, um diese Gruppe der Adressaten auch mit in diese Standardsetzung zu involvieren. In dem Kontext hier ist vielleicht interessant zu wissen, dass es neben mir noch 2 weitere deutsche Vertreter in diesem Board, in dieser Gruppe gibt, nämlich einen vom Auswärtigen Amt und eine Vertreterin der Stadt Köln, also auch die kommunale Ebene ist hier mit involviert. Als zweites Element der Governance sehen Sie dieses sogenannte Public Interest Committee. Das ist im Grunde die Einrichtung, die die Legitimation herstellt, nämlich überwacht, dass die Öffentlichkeit auch angemessen einbezogen wird in das Standard Setting. Nur daraus resultiert ja dann schlussendlich die Legitimation zu sagen, das ist Best Practice, die weltweit und global diskutiert wurde. Wer ist hier Mitglied in diesem Public Interest Committee? Es ist die OECD, es ist die Weltbank, es ist INTOSAI und es ist der Internationale Währungsfonds. Und damit kommen wir schon ein Stück weit zur Geschichte und zur Historie des IPSAS-Board, um zu verstehen, wo diese Thematik überhaupt herkommt. Denn es waren genau diese Institutionen, die ich gerade erwähnt habe, als Mitglieder der PIC, die auf die IFEC zugegangen sind 1996 mit der Bitte, harmonisierte Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor zu schaffen. Denn gerade diese Institutionen haben natürlich über finanzielle Mittel verschiedene Projekte in verschiedenen Ländern unterstützt und die Informationen über die Verwendung dieser Mittel, die sie zurückbekommen haben, waren null vergleichbar. Jeder hat etwas anderes berichtet, jeder hat es auf einer anderen Basis getan und vor diesem Hintergrund die Motivation dann der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds auch hier zu einer Harmonisierung zu kommen. Folgerichtig hat 1997 dann die sogenannte Public Sector, das sogenannte Public Sector Committee begonnen mit den Arbeiten an den Standards, die zunächst mal begannen und daher die Nähe zu den IFRS mit der Analyse der internationalen Rechnungslegungsstandards für den privaten Sektor auf die Geeignetheit der Anwendung im öffentlichen Sektor. Also ganz ähnlich, was wir heute diskutieren, IPSAS zu EPSAS, war damals die Frage, wie eignen sich und welche Standards eignen sich im Speziellen aus dem privaten Sektor für die Übernahme in den öffentlichen Sektor. Da ist man nicht blind vorgegangen, sondern man hat sehr intensiv analysiert, welche Standards sich eignen. Dort, wo sich keine Standards angeboten haben oder wo Standards nicht existiert haben, hat man im zweiten Schritt dann den Fokus gelegt auf die Entwicklung von ersten spezifischen Standards für den öffentlichen Bereich, wie zum Beispiel die Erfassung von Erträgen aus Steuereinkommen. So, und 2014 dann ganz wichtig, die Verabschiedung des Rahmenkonzepts, was ich schon erwähnt hatte, als Grundlage. Kritiker könnten hier an der Stelle natürlich fragen, wie kann es sein, dass man zuerst Standards setzt und dann das Rahmenkonzept? Aber das ist aus der Historie gewachsen. Man wollte hier natürlich relativ schnell zunächst mal einen Arbeitsfortschritt erzielen, hat sich dann aber über sehr lange Jahre sehr intensiv Gedanken gemacht über die Fundamentierung der zukünftigen Standardsetzung. Auf die Governance bin ich schon eingegangen, sodass wir uns im nächsten Schritt anschauen können, wer sind denn die Mitglieder des IPSAS Board? Und das ist mir schon ganz wichtig, insbesondere auch in der deutschen Diskussion, in der ja immer sehr stark eine gewisse Tendenzierung der Mitglieder kritisiert wird. Was Sie hier sehen, sind neben den schönen Bildern der Board Member, und Sie werden mich dort nicht finden als Member, weil tatsächlich ich 6 Jahre zwar Member war, aber jetzt eben den Vorsitz über das Beratungsgremium habe. Sie sehen neben den Bildern auch die funktionale Zusammensetzung des Boards. Und was hier auffällt, ist, dass die größte Gruppe der Mitglieder aus den Rechnungshöfen kommt, entweder auf einer, wie wir würden sagen, Bundesebene oder auf einer Bundeslandebene der jeweiligen Länder. Also 6 Mitglieder kommen allein aus den Rechnungshöfen. 4 Mitglieder entsendet von öffentlichen Standardsettern, das heißt also Boards, die nationale Standards für den öffentlichen Sektor setzen. 4 Akademiker mit Schwerpunkt im Bereich der öffentlichen Rechnungslegung. 3 Vertreter von WP-Gesellschaften und 2 Vertreter von Finanzministerien.
Wenn wir uns das Ganze geografisch anschauen, dann können wir feststellen, dass mit 5 Mitgliedern aus Europa die größte Vertretergruppe tatsächlich von uns, aus unserem Kontinent kommt, im konkreten Schweiz, Österreich, Frankreich und Großbritannien. 5 Vertreter aus Asien-Pazifik, 3 Vertreter aus Afrika, 3 Vertreter aus Nordamerika und 2 Vertreter aus Südamerika. Also Sie sehen hier auch eine schöne breite Abdeckung, aber mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Europa, was durchaus von manchen Kontinenten auch kritisch gesehen wird. Und damit komme ich dann schon zum Arbeitsprogramm des Ipsos Board, dem Schwerpunkt meines Vortrags. Was Sie zunächst sehen, ist, dass das Arbeitsprogramm sich im Grunde in 2 Gruppen gliedert, nämlich einmal die Gruppe der spezifisch öffentlicher Sektor fokussierten Projekte und in die Projekte, die die IFRS-Angleichung zum Ziel haben. Wenn Sie hier die Abkürzung ED sehen, dann weist ED auf Exposure Draft hin. Das sind Standardentwürfe zur öffentlichen Diskussion. Und hier komme ich wieder auf den Punkt, dass wir uns an der Stelle einbringen sollten und einbringen können. Denn hier werden im Grunde die zukünftigen Anforderungen diskutiert an den öffentlichen Sektor. Deutschland zeichnet sich bisher noch nicht dadurch aus, dass sie in großer Anzahl Commentletter und Kommentierungen an das Ipsos Board senden. Wenn wir uns jetzt die Projekte im Detail anschauen, dann werden Sie feststellen, dass es hier ganz wesentliche Themen der Bilanzierung des im öffentlichen Sektor abgedeckt werden und dass die Themen auch inhaltlich teilweise sehr stark zusammenhängen. Sie sehen zunächst die Projekte im Bereich der Umsatz- und Ertragsrealisierung. Wenn Sie sich den Abschluss des Landes Hessen anschauen, dann sehen Sie, dass es hier im Grunde 2 Gruppen von Erträgen gibt, nämlich die Erträge mit Leistungsverpflichtung aus gegenseitigen Leistungsverpflichtungen, wie beispielsweise alle Transaktionen, wo der Staat als Dienstleister auftritt, wo wir also Gebühren und Beiträge finden, wie auch in dem Abschluss des Landes Hessen. Und aber natürlich der weit überwiegende Teil Erträge ohne Leistungsverpflichtungen sind, nämlich Steuereinnahmen. Und genau an diesem Thema arbeitet das Board aktuell, ausgelöst durch den neuen IFRS 15 aus dem privaten Sektor, der hier dann als Ausgangsbasis herangezogen wird. Demgegenüber als Spiegelbild sehen Sie in der nächsten Zeile die Aufwendungen aus Transfers. Das ist im Grunde genau die Frage, an welcher Stelle und ab welchem Zeitpunkt muss die öffentliche Hand eine Ausgabe buchen und erfassen, wenn wir von einem Transfer sprechen, nämlich beispielsweise dem Transfer von der Europäischen Kommission zu Mitgliedstaaten oder von einer föderalen Bundesebene auf eine Landesebene. An welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt müssen diese Transfers als Ausgabe erfasst werden? Der Bereich Leasing, ein Thema, was das Board seit vielen Jahren beschäftigt, jetzt aktuell ausgelöst durch den neuen IFRS 16, der für den Privatsektor erstmalig anzuwenden war im Jahr 2019. Auch hier beschäftigt sich das Board zunächst mal mit der Frage, wie weit ist diese Regelung übertragbar vom Privaten auf den öffentlichen Sektor und dann aber in einer zweiten Phase sehr intensiv mit der Fragestellung, was sind denn die speziellen öffentlichen Sektorproblematiken und Probleme im Bereich des Leasing. Die nächste Gruppe der Projekte, die zusammengehört, ist die Gruppe der Bewertungsgrundsätze und der eingeschränkten Aktualisierung und Überarbeitung des Rahmenkonzepts, welches ich schon erwähnt hatte. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, nur eines zu erwähnen. Selbstverständlich bleibt es weiterhin beim Bewertungsmaßstab der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, die uns so vertraut sind. Aber es wird natürlich auch diskutiert, an welcher Stelle und für welche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ist ein Zeitwert erforderlich. Und Sie sehen auch im Abschluss des Landes Hessen, dass natürlich an vielen Stellen der beizulegende Zeitwert verwendet werden musste. Für viele Länder weltweit sehr wichtig die Bilanzierung von Kulturgütern und von Infrastrukturvermögen, auch in der deutschen, im deutschen Kontext natürlich die Bilanzierung von Wegen, Straßen, Plätzen, eine umfassende Fragestellung. Das sind 2 Themen, an denen das Board aktuell arbeitet und zu denen es Anwendungsleitlinien geben wird zu einem bereits bestehenden Standard zur Bilanzierung von Sachanlagevermögen. Das heißt, hier wird es keinen neuen Standard geben, aber Anwendungsleitlinien.
Und last but not least möchte ich eingehen auf ein sehr wichtiges Projekt für einige Länder, die ressourcenreich sind weltweit, nämlich die Bilanzierung von natürlichen Ressourcen. Der Fokus liegt hier auf drei Themen. Einmal die Bilanzierung von Bodenschätzen, zum zweiten die Bilanzierung von lebenden Ressourcen. Da sprechen wir von Wäldern, aber auch von Tieren. Und im dritten, und das ist für manche Länder sehr wichtig, und ich glaube, das wird im Klimawandel immer wichtiger werden, die Bilanzierung von Wasser. Also sehr spannende Themen, die im privaten Sektor sich überhaupt nicht stellen und die hier natürlich sehr stark im Vordergrund stehen. Ich hatte es schon erwähnt, Covid hat auch das Board natürlich massiv in seiner Arbeit beeinträchtigt. Seit März 2020 finden Board-Meetings nur noch virtuell statt. Aber trotz Covid hat das Board massive Fortschritte gemacht. Ich möchte hier gar nicht sehr im Detail darauf eingehen, aber Sie sehen, dass 4 Standards verabschiedet werden konnten. Es wurden 6 Standardentwürfe verabschiedet und in den Themen, die ich gerade erläutert habe, wurden wesentliche Fortschritte gemacht. Ich glaube, das Board hat reagiert auch auf die Mehrbelastung der Anwender und der interessierten Öffentlichkeit durch Covid. Und was Sie hier auf der linken Seite sehen, ganz unten in dem Block Covid-19-Verschiebung von Stichtagen, insbesondere für Erstanwendung von Standards, aber auch für die Abgabe von Kommentierungen zu Standardentwürfen. Das Board erreicht die Halbzeit des 5-Jahres-Zeitraums der Strategie 2019-2023. Und was hier historisch passiert, ist die Überprüfung des Arbeitsprogramms auf mögliche Ergänzungen. Das heißt, die Frage bei frei werdenden Kapazitäten durch abgeschlossene Projekte, mit was kann sich das Board in der Zukunft beschäftigen? Und hier möchte ich wieder darauf hinweisen, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns an der Stelle als interessierte Öffentlichkeit auch aus Deutschland einbringen, wenn es nämlich um die Konsultation zum Arbeitsprogramm des IPSAS Board in 2021 geht, auf die ich abschließend ganz kurz eingehen möchte. Es wird 3 Themenbereiche geben, um die sich die Frage der zukünftigen Arbeitsschwerpunkte drehen wird. Zunächst mal steht im Vordergrund natürlich und im Fokus Public Sector spezifische Themen. Und hier insbesondere die Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn mehr und mehr Länder IPSAS anwenden? Was lernen wir daraus? Welches Feedback bekommen wir? Wo gibt es Verbesserungsnotwendigkeiten aus diesen Anwendungen? Und auf der rechten Seite sehen Sie die anstehende Aktualisierung der Finanzstatistik. Auch hier die Frage, wie schaffen wir es im Grunde mit dieser Aktualisierung Schritt zu halten? Denn eines ist klar, es soll natürlich erreicht werden, so wenig wie möglich Differenzen zu haben zwischen einer öffentlichen Rechnungs auf der einen Seite und der öffentlichen Finanzstatistik auf der anderen Seite. Der zweite Themenbereich ist natürlich weiterhin das Thema der IFRS-Angleichung. Die Frage, wo hat das IASB Standards geschaffen, mit denen wir Schritt halten müssen und wo es Sinn macht, eine Lücke zu füllen. Und last but not least, das ganze Thema nicht finanzielle Berichterstattung. Wir reden über Sustainability, über Nachhaltigkeit. Und diese Themen sind natürlich auch für das Board, gerade im öffentlichen Bereich, sehr entscheidend. So, und damit komme ich zur Zeitleiste. Und da ist es mir eigentlich nur entscheidend und wichtig, auf eines hinzuweisen. Die Möglichkeit, uns einzubringen, besteht von Juli bis Oktober 2021. Das Board arbeitet an einer Konsultation, in dem Vorschläge gemacht werden für mögliche Projekte. Und zwischen Juli und Oktober werden dann die Kommentierungen erwartet, in die wir uns auch einbringen können. Und damit komme ich abschließend zu letzten Hinweisen zur Entwicklung von Vorschlägen. Wenn Sie Vorschläge entwickeln wollen für potenzielle Projekte in 2022 bis 2023, dann geht es hier um 3 Cluster von Projekten. Es geht zunächst mal um Forschungsprojekte mit dem Schwerpunkt Spezifika des öffentlichen Sektors. Es geht um IPSAS IFRS-Angleichungsprojekte und es geht um Aktualisierungsprojekte, wo Überarbeitungen von existierenden Standards erforderlich sind, um auf neue Entwicklungen zu reagieren oder Arbeitsergebnisse anderer Projekte zu verarbeiten. Und damit komme ich dann schon zum Ende meines Überblicks über das aktuelle Arbeitsprogramm des IPSAS Board. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, sich auf dieser Ebene einzubringen. Ich meine, wer mittelfristig die IPSAS beeinflussen will, muss heute die IPSAS beeinflussen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion später und bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Müller-Markesberger, für den interessanten Vortrag.
und für die Rolle des, um uns darzustellen, wie die Rolle des IPSAS-Boards ist und woran die IPSAS aktuell gerade arbeiten. Und ich freue mich jetzt sehr, Herrn Professor Böcking begrüßen zu dürfen. Er hat einen Lehrstuhl für BWL und für öffentliche Rechnungslegung und für Rechnungslegung generell an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht seit vielen Jahren auf genau diesem Gebiet und wird jetzt einen Blick der Wissenschaft auf diese Zusammenhänge von internationalen Standards und HGB werfen. Herr Böcking, vielen Dank. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Dr. Rüdiger, für die freundliche Vorstellung. Herr Minister, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, die Wissenschaft, Herrn Kollegen Groß und mich. Und Herr Dr. Rüdiger, Herr Bott und Ihrem Team, herzlichen Dank dafür, dass Sie von Anfang an den Austausch gesucht haben mit der Wissenschaft. Das liegt ja auch nahe hier, Wiesbaden und Goethe-Universität. Und Herr Groß war ja früher ein Schüler von mir, hat die Ausbildung an der Goethe-Universität absolviert. Und das Land Nordrhein-Westfalen, haben Sie gerade gezeigt, Herr Bottenberg, ist ja auch, sage ich mal, auf dem besten Weg dahin, die öffentliche Rechnungslegung voranzutreiben. Also insofern herzlichen Dank dafür. Und was bedeutet eigentlich der Blick der Wissenschaft auf die IPSAS? Das bedeutet natürlich, dass wir uns mit Grundsatzfragen beschäftigen müssen. Was ist eigentlich das Problem? Und ich denke, Herr Minister Bottenberg hat gerade gezeigt anhand der Schaubilder, dass wir offenbar ein großes Problem haben, dahingehend, dass offenbar Deutschland nicht bereit war, hier auf europäischer Ebene, denke ich mal, als Vorreiter die Rolle zu übernehmen, die wir sonst ja gerne übernehmen. Woran das liegen könnte, möchte ich mit Ihnen kurz skizzieren. Deshalb ist ganz wichtig bei Herrn Groß und mir nochmal auf das Problem hinzuweisen, auf die Grundlagen der Regulierung. Warum haben wir überhaupt Rechnungslegungsfragen? Was bedeutet das? Und vor dem Hintergrund wird schon deutlich an unserer Agenda Sinn und Zweck der Rechnungslegung. Wir haben bewusst die öffentliche Rechnungslegung erstmal in Klammern gesetzt. Die Frage, ist das was Besonderes, wenn es um Informationen geht? Die Frage, hat die öffentliche Rechnungslegung andere Adressaten als die kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, die Rechnungslegung für den Kaufmann? Die nächste Frage wird sein, wie weit ist denn schon die Internationalisierung der Rechnungslegung in Europa fortgeschritten und auch selbst in Deutschland? Und da ist für uns eigentlich ganz wichtig, für Herrn Groß und für mich und auch Herr Bottenberg hat eben darauf hingewiesen, das ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2009. 2009 war ja auch dann die Entscheidung in Hessen, gehen wir im Prinzip auf die DOPIG über, die war vorher entschieden, aber die Frage, wie gehen wir mit einem Konzernabschluss an die Öffentlichkeit? Und insofern ist es ganz wichtig, dann zu erkennen, wenn wir vom Allgemeinen jetzt zum Speziellen kommen, wenn dann Herr Kollege Groß sich mit den konzeptionellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von HGB und IPSAS auseinandersetzt, hier auch dann im nächsten Gliederungspunkt die wichtigsten Diskussionspunkte aufgreift, das Für und Wider, die Kritik und am Ende zu einem Fazit kommt. Im Rahmen der Problemstellung möchte ich Sie konfrontieren mit einem chinesischen Sprichwort, durchaus bewusst jetzt auch China gewählt. Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Wir haben einen Wertewandel in der Gesellschaft. Die Gesellschaft braucht Transparenz und Kontrolle. Wir erleben es gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Frage, wer mauert? Ich möchte hier keine Schuldzuweisungen machen. Natürlich hat der Bundesrechnungshof 2017 Bedenken geäußert bezüglich der Anwendung der IPSAS, die auf einem Rechnungslegungssystem aufbauen, der für kapitalmarktorientierte Unternehmen etabliert wurde, für gewinnorientierte Unternehmen. Oder wenn man sich die Mitglieder anschaut, die gerade Herr Müller-Markesberger gezeigt hat, der Hinweis auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die gegebenenfalls dort enorme Nachfrage entwickeln für Beratungsbedarf. Das sind Dinge, wo man zu Recht darauf hinweisen darf, aber wo man aufpassen muss, ob man da nicht im Prinzip, sage ich mal, zu viel verhindert auch, die Politiker dadurch bremst, dass es einen Bedenkenträger gibt vom Bundesrechnungshof. Und ich glaube, wir müssen ja heute sehen, der Wertewandel in der Gesellschaft ist ein anderer. Und wir müssen darauf achten, sage ich mal, was wir fördern und wo wir fördern. Und deshalb ist es wichtig, hier nochmal ein wertneutrales Vorverständnis mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln, um gewisse Vorurteile endlich zu beseitigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns alle. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen, warum gibt es überhaupt die Notwendigkeit, Rechnung zu legen? Warum sowohl für die öffentlichen als auch für die privaten? Hier gibt es vier Kriterien, die sich gegenseitig wechselseitig bestimmen. Markteffizienz. Markteffizienz bedeutet im Prinzip mit der Vorgabe von einheitlichen Rechnungslegungsstandards,
dass Sie Verhandlungs- und Einigungskosten zwischen Vertragspartnern relativ rasch senken können. Ihr Gegenüber, Sie können ihn einschätzen, wenn Sie von ihm die Rechnungslegung kennen. Wenn Sie gleiche Bewertungsmaßstäbe zugrunde legen, bewerten heißt vergleichen. Das gilt nicht nur für Unternehmen am Markt, das gilt natürlich auch für Mitgliedstaaten, für Bundesländer in Deutschland zum Beispiel. Die zweite Frage ist Schutz der Kapitalgeber. Hier dürfen wir den Begriff natürlich nicht zu eng auslegen. Kapitalgeber sind nicht nur Eigen- und Fremdkapitalgeber, sondern auch natürlich Humankapitalgeber. Das war mal Unwort des Jahres. Aber entscheidend ist, dass wir hiermit verbinden im Prinzip den Bürger, die Gesellschaft, ja, die Umwelt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und insofern müssen wir den Begriff Kapitalgeber viel weiter fassen. Mindestvergleichbarkeit, was heißt das? Wir brauchen natürlich unabhängig von der Größe, von der Rechtsform, ob am Kapitalmarkt oder nicht, einheitliche Rechnungslegungsstandards, die es uns erlauben, einen Vergleich auf horizontaler Ebene vorzunehmen, aber auch auf vertikaler Ebene. Vertikal bedeutet in der periodischen Vergleichbarkeit. Das heißt, wir müssen die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden. Wir müssen wissen, wofür setzen wir im Prinzip die Investitionen ein und wie können wir sie verfolgen, sind sie erfolgreich oder nicht. Das heißt, nur so gelingt uns ein Soll-Ist-Vergleich. Und der ist entscheidend dafür, dass man im Prinzip auch im öffentlichen Bereich Treuhänder ist für das Kapital im weitesten Sinne der Bürger. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir hier die Machtverteilung begrenzen. Was bedeutet das? Wir brauchen wieder einheitliche Rechnungslegungsstandards, die verhindern, dass wir asymmetrische Informationsverteilung haben. Wenn ich heute in Kommentare schaue zur öffentlichen Rechnungslegung oder aktuelle Dissertationen und da lese, Adressat ist das Parlament und nicht der Bürger, dann habe ich da ein Problem damit. Warum? Der Bürger ist Adressat. Der Bürger wählt im Prinzip das Parlament und die Abgeordneten sind verantwortlich dafür, wie sie mit dem Treuhandvermögen umgehen, der Bürger. Und deshalb stellt sich doch die Frage für jegliches Rechnungslegungssystem, was wir auf dieser Welt haben, ein Zweck ist primär, nämlich Transparenz und Rechenschaft. Nur dadurch können wir im Prinzip das Risiko reduzieren. Wir brauchen Informationen für die Stakeholder. Dazu gehört natürlich der Bürger. Und das bedeutet, gibt es überhaupt noch große Unterschiede zwischen HGB, IFRS, IPSAS und EPSAS? Vor dem Hintergrund stellt sich die Frage neu, Sinn und Zweck der Rechnungslegung. Es kann nur einen Primärzweck geben, das ist heute die Rechenschaft. Das heißt, wirtschaftliche Sachverhalte sind so abzubilden nach dem tatsächlichen Ist und nicht nach einer formalrechtlichen Betrachtungsweise. Heute beginnen in Wiesbaden die Prozesse Cum-Ex. Meine Damen und Herren, sich hier auf formalrechtliche Dinge zu berufen, zu sagen, der Gesetzgeber hat das damals doch zugelassen, das kann ja nicht überzeugen. Allein der gesunde Menschenverstand, das Doppelte zurückzufordern, was man gezahlt hat an Steuern, ich glaube, da müssen wir nicht mehr diskutieren, ob hier jemand gegen Gesetze verstoßen hat oder nicht. Ja. Insofern ist doch ganz klar, worum es hier geht. Die tatsächlichen Verhältnisse, das tatsächliche Ist, wollen wir abbilden. Und dann können wir darüber reden, wie wir damit entwickeln. Und dann ist es unabhängig davon, ob das Leasingfahrzeug von dem hessischen Finanzministerium geleast wird oder von einem Kaufmann. Das kann doch keine Rolle spielen in der Abbildung, was hier getan wird. Ja? Das heißt, man erwirbt das Recht, ein Fahrzeug 4 Jahre zu erwerben und man hat heute schon die Verpflichtung, für 4 Jahre die Leasingrate zu zahlen. Also sind wir bei einer Bruttobilanzierung. Wir haben keine Vorschrift im HGB über Leasing. Wir haben Leasingerlasse im Steuerrecht. Also hier vielleicht auch der Fortschritt, den man sehen kann mit einem neuen Leasingstandard. Das Thema Nachhaltigkeit. Natürlich ist das ein Kernthema, ein Kernziel einer öffentlichen Rechnungslegung. Worum geht es hier? Natürlich geht es um die Generationengerechtigkeit. Wir haben aber schon Gesetze heute im aktuellen HGB aufgrund von europäischen Richtlinien, nämlich Corporate Social Responsibility, Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange. Korruption. Ja, die Bundesregierung überlegt sich ja auch gerade als einer der letzten Staaten wiederum in Europa die Whistleblower-Richtlinie umzusetzen. Wie wichtig Whistleblower sind, haben wir bei einem anderen aktuellen Bilanzierungsskandal festgestellt. Also hier sehen wir auch das nächste Thema, AROC II, Aktionärsrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz. Hier wurde ein Gesetz gemacht, damit die Gesellschaften erkennen, wer sind eigentlich die Aktionäre. Vielleicht ist es auch wichtig für die öffentlichen Institutionen zu erkennen, wer sind eigentlich unsere Bürger, wer stellt uns eigentlich dieses Kapital zur Verfügung. Also insofern ganz wichtig, Rechnungslegung hat einen Zweck, und zwar transparente Informationsvermittlung. Die Adressaten, wenn wir uns da anschauen im Schrifttum, können wir differenzieren, Öffentlichkeit, Legislative, Exekutive, Rechnungshöfe, Statistikämter, Kapitalmarkt. Und ich gebe zu, auch vor 30, vor 50 Jahren in der Wissenschaft haben wir gedacht, wir brauchen für jeden Adressaten gesonderte Rechnungslegungsstandards. Heute sind wir so weit, dass wir sagen, nein, wir müssen die Sachverhalte zutreffend abbilden und dann kann sich der einzelne Adressat das heraussuchen, was er braucht
Und dann bekommen wir auch einen Konsens. Nur über diese Ausgangslage, über diese Regulierung, dann brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Und das sehen wir dann auch in dem IPSAS-Framework, was gerade ja auch Herr Müller-Markesberger vorgestellt hat. Hier geht es dann auch um den Primäradressaten. Am Ende ist es wieder der Bürger, ist es der Aktionär. Das heißt, wenn IAS, IFRS einen potenziellen Adressaten haben, nämlich den Aktionär, auch den potenziellen, den künftigen, dann gilt das Gleiche für IPSAS und das Gleiche gilt natürlich heute auch für das HGB. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen. Und da würde ich daran appellieren, dass man vielleicht auch in dem einen oder anderen Bundesministerium vielleicht mal in das Gesetz schaut, was in Deutschland schon alles passiert ist. Internationalisierung der Rechnungslegung in der EU. Das bedeutet, wir hatten im Jahr 2002 hatten wir die Massentaufe. Ja, das heißt den Endorsement-Prozess. Da wurden damals alle gültigen IAS übernommen per Verordnung. Das war übrigens die erste Verordnung auf europäischer Ebene, die bedeutet hat, dass in allen Mitgliedstaaten der EU es zwingendes Recht war. Das heißt, die nationalen Parlamente wurden gar nicht mehr gefragt. Das vergessen auch viele, das war die Rechnungslegung, die erste Verordnung, die umgesetzt wurde auf europäischer Ebene. Dieser Endorsement-Prozess, Massentaufe, bedeutete, dass auf einmal die bisher vom IASB verabschiedeten Rechnungslegungsstandards internationalen unmittelbar europäisch geltendes Recht wurden für kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich eine nationale Ebene zu betrachten. Ja, was es hier alles gab, das fing an 1985 und wir sehen jetzt, wir haben hier markiert, Paradigmenwechsel, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2009. Da gehen wir gleich noch drauf ein, Herr Groß und ich. Wichtig ist aber, dass es eine Entscheidung gibt des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, und zwar aus dem Jahre 2003. Und dort steht nämlich drin, soll in einem Mitgliedstaat der EU für einen bestimmten Sachverhalt, Geschäftsvorfall, keine konkrete Vorschrift vorliegen, dann ist zwingend, auf die endorsten IAS zurückzugreifen bei einem Auslegungsprozess, weil es schon europäisches Recht ist. Das vergessen ganz viele. Ja? Also nehmen Sie das Beispiel Leasing. Ja, die Frage ist, wenden Sie sich künftig an die Leasing-Erlasse des Bundesfinanzministers oder schauen Sie nach IAS, IFRS? Ich glaube, das Zweite ist der richtige Weg und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und vor dem Hintergrund möchte ich noch mal daran erinnern, dass es wichtig ist, dass wir uns von Zeit zu Zeit noch mal erinnern und das gehört natürlich auch zur Wissenschaft dazu, historische Betrachtung im Rahmen der Normauslegung. Was ist eigentlich passiert 2009? Und ich glaube, das sollten sich einige noch mal genau vergegenwärtigen, weil hier liegt nämlich der Schlüssel dafür, warum wir den Paradigmenwechsel haben und warum das HGB nicht mehr so ist, wie Sie es vielleicht mal im Jahr 2000 oder in den 90er Jahren an den Universitäten und Hochschulen gelernt haben, wie es gelehrt wurde. Leider immer noch in einigen neuen Kommentaren ist es immer noch nicht umgesetzt worden. Und wir haben es ja gerade erlebt bei einem anderen Sachverhalt. Ja. Wenn gesagt wird, wir haben im Prinzip nicht die Aufgabe, ob das Institutionen sind oder wer auch immer, Bilanzmanipulationen nachzugehen. Ein Blick in das Gesetz würde weiterhelfen. 2004 Bilanzrechtskontrollgesetz, Einführung des Enforcements. Da steht explizit drin, warum haben wir es denn gemacht? Weil es Bilanzmanipulationen vorher gab. Und hier darf ich jetzt Ihnen zitieren. Die Aufrechterhaltung eines im Verhältnis zu den IFRS gleichwertigen, aber einfacheren und kostengünstigeren Regelwerks erfordert nach Auffassung der Bundesregierung eine maßvolle Annäherung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften an die IFRS, also die Basis für die IPSAS, über die wir eben gesprochen haben und heute sprechen. Und jetzt ist ganz entscheidend, ein Weg dazu ist die Beseitigung bestehender handelsrechtlicher Ansatz-, Ausweis- und Bewertungswahlrechte. Lesen wir nicht oft, es sind gerade die vielen Wahlrechte bei den IAS, IFRS, die uns hindern, das zu machen? Nein, es steht hier genau das Gegenteil. Was das im Einzelnen ist, da wird gleich Herr Kollege Groß drauf eingehen. Und dann heißt es als Fazit, damit ist gleichzeitig eine Anhebung des Informationsniveaus des handelsrechtlichen Jahresabschlusses verbunden. Das heißt also, mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz haben wir einen Paradigmenwechsel in Deutschland eingeleitet im HGB, Hinwendung zur Informationsfunktion. Und das ist, glaube ich, das, was wir berücksichtigen müssen. Und das macht es uns auch einfacher, um später zu diskutieren, wie sieht das aus. Und ich bin dem Land Hessen äußerst dankbar, dass Sie von Anfang an ja auch uns mit einbezogen haben und das, was man heute gesehen hat. Und das ist ja das Spannende, was uns dann Herr Bott noch vorstellen wird. Wie sieht das Ergebnis aus, wenn wir ein HGB gegenüberstellen, den IPSAS? Aber dazu ist es vorher notwendig, noch mal ein paar Details kennenzulernen. Und das übernimmt jetzt mein Kollege Groß. Vielen Dank.
Ja, Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch meinerseits vielen Dank für die freundliche Einleitung. Und ich will auch gar nicht viel Zeit verlieren, sondern direkt mit dem BILMOG weitermachen. 2009 hat der Gesetzgeber entschieden, das HGB weiterhin als Grundlage für die Gewinnausschüttung zu verwenden, weiterhin über das Maßgeblichkeitsprinzip als Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung zu verwenden, aber gleichzeitig die Informationsfunktion zur Primärfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses erhoben. Dazu wurde auch das Realisationsprinzip punktuell modifiziert. Das heißt, der HGB-Abschluss verfolgt einen Zweckpluralismus. Er will allen Zwecken gerecht werden. Wie geht das nun zusammen, dass die Informationsfunktion zur Primärfunktion wird, aber gleichzeitig weiterhin dem Gläubigerschutz gedient werden soll? Dazu war es notwendig, das Gläubigerschutzkonzept zumindest punktuell zu modifizieren. Was meine ich mit Gläubigerschutzkonzept? In der Forschung unterscheiden wir zwischen einem institutionellen und einem informationellen Gläubigerschutzkonzept. Institutionell ist das, was wir in Deutschland üblicherweise kennen. Wir vertrauen auf Vorsicht. Vorsichtige Gewinnermittlung, lieber arm rechnen, lieber weniger ausschütten, vielleicht Reserven legen für schwere Zeiten und starke Objektivierung. Das Gegenstück ist der informationelle Gläubigerschutz. Wir setzen auf eine Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse. Wir bauen Informationsasymmetrien ab, um die Adressaten möglichst gut zu informieren und eigene informierte Entscheidungen zu ermöglichen. Also zum Beispiel die Wahl eines risikoadäquaten Zinssatzes bei einer Kapitalüberlassung. Wenn man so möchte, kann man auch beide Konzepte verbinden und sagen, ich weise die tatsächliche Lage aus, aber gleichzeitig zeige ich Reserven offen und sperre sie für eine Gewinnausschüttung. International wird das deutsche institutionelle Gläubigerschutzkonzept spätestens seit den 1990ern ein bisschen kritisch betrachtet. Als damals erste Unternehmen sich in New York Listen ließen, musste man Abschlüsse nach HGB und internationalen Standards aufstellen. Und da kam es zu der Situation, dass nach den deutschen vorsichtigen Rechnungslegungsstandards ein Gewinn gezeigt wurde und nach den weniger vorsichtigen internationalen ein Verlust. Und seitdem wird hinterfragt, sind diese stillen Reserven wirklich gut oder werden stille Reserven genutzt, um still Verluste zu überdecken, also eigentlich stille Lasten zu überdecken. So, wo hat der Gesetzgeber jetzt konkret Schritte unternommen, um das Informationsniveau zu heben? Zum einen wurde 2009, haben es hier mal genannt, die beliebige Unterbewertung abgeschafft. Ich meine hier Wertbehaltungswahlrechte. Die gibt es nach internationalen Standards nicht und seit 2009 auch nach HGB nicht mehr. Weiterhin wurden Wahlrechtsaufwandsrückstellungen abgeschafft und zumindest weitgehend und damit eine Annäherung an die IPSAS erzielt. Auch wurde zumindest in Maßen der Fair Value in das HGB eingeführt für den Handelsbestand bei Banken und bei der Bewertung von Planvermögen, wenn es um Pensionsverpflichtungen geht. Zudem wurden zumindest einige Verbindungen zur steuerlichen Gewinnermittlung reduziert. Das heißt, durch die Änderung des BILMOX 2009, die Hinwendung zur Informationsfunktion, wurden viele konzeptionelle Unterschiede zur internationalen Rechnungslegung bereits ausgeräumt. Wo haben wir noch konzeptionelle Unterschiede? In Deutschland vertrauen wir auf einen prinzipienorientierten Ansatz bei der Rechtsetzung. Das heißt, wir haben kurze Gesetze mit Generalklauseln, die aber auslegungsbedürftig sind. Das hat Vorteile, das ist flexibel. International, ich denke insbesondere an angelsächsische Länder, haben wir einen regelbasierten Ansatz. Also mehr Einzelfallregelung, mehr Details, dadurch auch einen größeren Umfang. Was beobachten wir aber in der Praxis? In unserem prinzipienorientierten HGB haben wir eine umfassende Kommentarliteratur, die sich immer weiter anlehnt bei der Auslegung an internationale Standards. Auch haben wir das von Herrn Böcking schon angesprochene Urteil, dass gegebenenfalls auch internationale Standards immer dann berücksichtigt werden müssen, wenn wir eine Regelungslücke oder zumindest keine umfassende Regelung im deutschen Recht haben. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele vor Augen führen. Als mit dem BILMOG 2009 Aufwandsrückstellungen abgeschafft wurden, hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man es weiter gewährleisten, dass es keine Aufwandsballungen gibt, denn man strebt ja nach Periodisierung. Man hat geblickt in die IFRS und hat den Komponentenansatz gefunden. Das heißt, viele Kommentierungen heutzutage, aber auch Standards, zum Beispiel des IDWs, lassen einen Komponentenansatz zu. Ein weiteres Beispiel ist die Bewertung von Pensionsrückstellungen. Da war es sogar schon vor BILMOG so, dass die Regelungen im HGB keineswegs detailliert waren,
aber die Kommentarliteratur und auch später Standards es zugelassen haben, direkt in die internationale Rechnungslegung zu blicken und eine Bewertung zumindest angelehnt an internationale Standards durchzuführen. Das heißt, durch eine, wir nennen es hier mal moderne EU-konforme Auslegung, kann man immer dann, wenn es in Deutschland keine detaillierten Regelungen gibt, eine Annäherung an internationale Standards herbeiführen und insofern eine gewisse Harmonisierung erzielen. Wo haben wir noch konzeptionelle Unterschiede? Hier habe ich noch ein Beispiel mitgebracht und das sind Entsorgungsverpflichtungen. Nach deutschem HGB vertrauen wir bei der Bewertung, bei der Zugangsbewertung von Vermögensgegenständen auf das Anschaffungskostenprinzip. Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten sind aber Entsorgungsverpflichtungen nicht einzubeziehen. Die gelten nicht als Bestandteil der Anschaffungskosten. Was machen wir, wenn wir Entsorgungsverpflichtungen haben auf der Passivseite? Man könnte jetzt sarkastisch sagen, wir machen nichts. Das heißt, wir sammeln über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands die Entsorgungsverpflichtung ratierlich an. Jedes Jahr zeigen wir einen Teil der Verpflichtung. Was machen wir nach IPSAS oder auch nach IFRS? Auch da kennen wir grundsätzlich erstmal ein Anschaffungskostenprinzip, zumindest im Ansatz. Aber bei der Zugangsbewertung werden Entsorgungsverpflichtungen direkt mit einbezogen. Das klingt erstmal seltsam. Warum soll jetzt ein Vermögenswert werthaltiger sein, dadurch, dass ich ihn später entsorgen muss? Das Korrelat kommt auf der Passivseite. Nach IPSAS zeige ich sofort die Verpflichtung. Das heißt, ich nehme insofern eine Bruttobilanzierung vor. Ich zeige auf der Aktivseite das tatsächliche Investitionsvolumen, ich informiere, und auf der Passivseite zeige ich die tatsächliche Verpflichtung. Insofern würde ich behaupten, das ist informativer und es ist auch vorsichtiger, weil ich direkt die Verpflichtungen aufzeige. Abschließend erlaube ich mir noch, auf drei übliche Kritikpunkte einzugehen, die gegenüber internationalen Standards häufig vorgetragen werden. So wird dargelegt, es gebe kein Realisations- und kein Imparitätsprinzip. Wenn man jetzt in das Framework reinschaut und nach diesen Wörtern über eine Suchfunktion sucht, ist das natürlich richtig. Wenn man in die einzelnen Standards reinschaut, gibt es aber sehr wohl Elemente eines Realisations- und eines Imparitätsprinzips und insofern eines Vorsichtsprinzips. Auch möchte ich noch mal daran erinnern, dass vielleicht zu viel stille Reserven gar nicht so gut sind. Dann wird vorgetragen, es gebe kein Anschaffungskostenprinzip, es erfolge eine Marktwertbewertung. Auch hier, wenn man sich die Standards genauer anschaut, erkennt man, dass IPSAS in weiten Teilen dem Anschaffungskostenprinzip folgen oder es zumindest ermöglichen. Auch muss man sich überlegen, ob in den Situationen, in denen ich Marktwerte am Markt ablesen kann, also ich denke an Finanzinstrumente, an Derivate, also dort, wo ich eine Objektivierung habe, ob es da nicht sinnvoller ist, diese Werte auch den Adressaten zu zeigen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Vergleichbarkeit von Abschlüssen dadurch beeinträchtigt würde, da zahlreiche Wahlrechte und Ermessensspielräume bestünden. Zunächst einmal, die haben wir auch in der EU-Bilanzrichtlinie und auch im HGB. Zudem muss man sich in Erinnerung rufen, dass Wahlrechte auch ein Instrument sind, um eine Harmonisierung zu erzielen und gegebenenfalls nationale und regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. Aus wirtschaftlicher Sicht aus Wissenschaftssicht sind Wahlrechte auch nützlich, weil man dadurch Signale senden kann. Verhalte ich mich jetzt eher konservativ oder progressiv? Auch werden in internationalen Standards, wenn es Wahlrechtsmöglichkeiten gibt, kompensierend Anhangangaben vorgesehen. Das heißt, im Anhang sehe ich, was sind die Konsequenzen aus einer Wahlrechtsausübung. So, dann möchte ich auch schon zu einem Fazit kommen. Erstmal vier Thesen. Die öffentliche Rechnungslegung in der EU sollte auf Transparenz ausgerichtet sein, denn mit Transparenz ist allen Adressaten gedient. Ein falsch verstandenes, am institutionellen Gläubigerschutz orientiertes Vorsichtsprinzip widerspricht der Informationsfunktion der öffentlichen Rechnungslegung. Die auf die Gewährung von Transparenz ausgerichtete internationale Rechnungslegung ist bereits fester Bestandteil des deutschen Handelsbilanzrechts. Siehe die angesprochene Entscheidung des EuGH oder überhaupt das BILMOG 2009. Und unter der Voraussetzung eines modernen
HGB-Verständnisses ist der konzeptionelle Unterschied zwischen den IPSAS und dem HGB nicht so groß, wie man zunächst vermuten könnte. Soweit der Eindruck von Herrn Böcking und mir aus wissenschaftlicher Sicht. Also wir erwarten, das sollte funktionieren, ob das jetzt praktisch umsetzbar ist, also ob die IPSAS als Starting Point für IPSAS dienen können. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Vortrag von Herrn Bott und die Diskussion im Anschluss. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Groß, für den Vortrag und den Blick der Wissenschaft auf die Thematik und auch den Blick auf das HGB, auch im internationalen Vergleich. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Herr Bott nun den IPSAS-Abschluss des Landes Hessen einmal im ganz praktischen Bild darstellt und zeigt, wo denn konkrete Unterschiede zum HGB liegen und wo sie nicht liegen. Und freue mich sehr auf den Vortrag. Sehr verehrten Damen und Herren, unter dem Titel Anwendung der IPSAS im Praxistest darf ich Ihnen jetzt einen kurzen Überblick über die Erkenntnisse geben, die wir im Rahmen der Aufstellung eines IPSAS-Abschlusses für das Land Hessen für den Abschluss für das Jahr 2019 gewonnen haben. Über das Thema IPSAS diskutieren wir, meine Damen und Herren, seitdem im Jahr 2011 die Richtlinie die EU-Kommission beauftragt hatte, der Frage nachzugehen, sind denn IPSAS geeignete Standards für die öffentliche Rechnungslegung? Und Sie wissen, die EU-Kommission hat im Jahr 2013 dann ein eingeschränktes Urteil abgegeben, in dem man erkannt hat, ja, IPSAS nicht eins zu eins unmittelbar übertragbar, aber man empfiehlt die Entwicklung eines eigenständigen Regelwerks IPSAS, aber mit einer Referenz zu IPSAS. Seit diesem Zeitpunkt, und Sie sehen auf der linken Seite, insbesondere von deutscher Position, hier ist wiedergegeben die Beschlusslage Deutscher Bundestag, Haushaltsausschuss, Deutscher Bundesrat, sehr früh die Anforderungen formuliert, die nach Einschätzung von Deutschland als Mitgliedstaat ein harmonisierter Rechnungslegungsstandard gewährleisten soll. Und Sie sehen, Vorsicht, Rechenschaft, Objektivierung, Wahlrechte, ich schließe nahtlos an, was Herr Professor Böcking, Herr Professor Groß eben ausgeführt haben. Das sind die Grundsätze, die wir aus dem HGB kennen. Und wir werden gleich nochmal darauf kurz zu sprechen kommen, die sich auch im Zuge der Internationalisierung weiterhin auch im aktuellen HGB finden. Zuletzt, jüngst im Mai 2020, hat die Präsidentenkonferenz der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder nochmal ja auch die Sorgen zum Ausdruck gebracht, die seitdem auch diskutiert werden, mit einer Bilanzierung nach IPSAS könnten wegen des kapitalmarktorientierten Ursprungs gegebenenfalls eine Ungeeignetheit verbunden sein und es könnte eine zu positive und eine unrealistische Darstellung der Haushaltslage begünstigen, eine Schönfärberei. Diese Sorge, die wird verbunden mit dem Gedanken Anlehnung an IPSAS, an ein angelsächsisches Regelwerk, was seine Verbindung zu den IFRS findet. Deswegen unser Versuch, einen sachlichen Beitrag in diese Debatte reinzubringen. Sachlichen Beitrag deshalb, die Diskussion, die sehr weitgehend theoretisch gesteuert ist und auch ideologisch besetzt ist, wurde ausgeführt, einfach mit einem praxisbasierten Abschluss. Wir versuchen, nach den IPSAS-Regeln einen Abschluss zu erstellen für 2019, parallel zu unserem testierten Konzernabschluss nach HGB, um zu sehen, wo sind denn die Unterschiede, wo sind denn die Konsequenzen dieser Anlehnung an ein internationales Rechnungslegungsstandardswerk. Wir haben damit dabei zum Maßstab erhoben die Frage, das war der zentrale Fokus unseres Projektes, gewährleisten wir bei Anwendung der IPSAS eine zweckadäquate Rechnungslegung. Herr Professor Böcking hat ausgeführt, was Sinn und Zweck der öffentlichen Rechnungslegung ist, für wen wir es tun. Und in der Tat, es ist die Verbindung, es ist nicht entweder oder, es ist nicht schwarz-weiß. Sie sehen unten auch in der letzten Zeile, es sind die politisch Entscheidenden, dann natürlich auch erste, zweite Gewalt im Staat, aber auch und insbesondere der Bürger, der Souverän, der Staat als Treuhänder der Ressourcen, die ihm der Bürger anvertraut hat. Unsere Ausgangsbasis ist das HGB, wir kommen von dem HGB, hier kann ich mich kurz halten, wurde ausgeführt, die Zwecke mehrdimensional, Herr Professor Groß hat es angesprochen, also nicht nur die Gewinnverwendung, Ausschüttungsbemessung, sondern auch Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung. Auch da nutzt man in Maßen diese Vorsicht, diese kaufmännische Vorsicht,
Und die Zeitlinie unten deutet nochmal an, da möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, die drei markanten Gesetze, Bilanzrichtliniengesetz 85 in der Gesetzbegründung, werden Sie hierzu nachlesen. Das Bilanzrichtliniengesetz hat die Aufgabe den Mitgliedstaaten gestellt, das jeweilige nationale Bilanzrecht zu modernisieren, um eine Harmonisierung in den Mitgliedstaaten herbeizuführen. Genau das, worüber wir uns heute bei IPSAS unterhalten, 1985 mit der 4., 7., 8. EG-Richtlinie umgesetzt. Entscheidender Einschnitt 2009, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Wir werden anschließend das auch im Praxisvollzug sehen, was eben in der wissenschaftlichen Betrachtung angedeutet worden ist. Die Unterschiede sind nicht allzu groß, weil wir eben heute schon ein HGB haben, was sehr stark auch die internationalen Einflüsse wiedergibt. Ergänzender Hinweis letzte Anmerkung zur Internationalisierung. Das muss man sich bewusst machen. Unser aktuelles HGB basiert auf dem Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz 2015. Das heißt, unser aktuelles HGB stützt sich auf eine gemeinschaftsrechtliche Grundlage. In Zusammenhang mit IPSAS, EPSAS diskutieren wir Standard-Setting-Prozess, Governance. Wir haben bereits Handelsbilanzrecht, was sich auf eine gemeinschaftsrechtliche Grundlage gründet. Der Ergänzung halber, die letzten drei Gesetze hier unten, Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz, Kapital- und Co-Richtliniengesetz und Bilanzrechtsreformgesetz, nur der Ergänzung halber, die Öffnung des HGBs für internationale Einflüsse, beginnend 1998, die Möglichkeit mit befreiender Wirkung Konzernabschlüsse nach IFRS zu erstellen, zunächst für börsennotierte Unternehmen, anschließend Öffnung für kapitalmarktorientierte Unternehmen, zum Schluss 2004 mittlerweile für sämtliche Mutterunternehmen mit befreiender Wirkung Konzernabschlüsse nach IFRS zu erstellen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, auch im Zusammenspiel aus dem Blick der Konzernsicht. Unverändert, auch ein DAX-Unternehmen, das nach IFRS bilanziert, erstellt einen Einzelabschluss nach HGB, weil der Einzelabschluss nach HGB der Gewinnverwendung zugrunde zu legen ist. Ausgangsbasis, wie gesagt, HGB und die Parameter, die Bewertungsparameter, die für uns maßgebend waren bei der Einschätzung, sind dann IPSAS geeignete Standards für die öffentliche Rechnungslegung. Sie sehen auf der linken Seite Ziel und Zwecke eines Jahresabschlusses im öffentlichen Sektor verschiedener Merkmale hervorgehoben, Rechenschaft und Information, wie von Herrn Professor Böcking hervorgehoben, aber nicht als entweder oder, sondern sowohl als auch in der Verbindung. Das sollte gewährleistet sein und von da die Parameter Transparenz, Datenqualität, Adressatengerechtigkeit, Vergleichbarkeit. Sie finden ab dem heutigen Datum unseren IPSAS-Abschluss zum Download im Netz. Wir werden jetzt anschließend, das sind die Standards, die wir insgesamt alle untersucht haben auf diese Bewertungsparameter. Wir werden anschließend im Rahmen der folgenden Minuten kurz spotlightartig wenige Aspekte rausgreifen. Hier nur der Hinweis, in den nächsten Wochen wird noch ein detaillierter Ergebnisbericht erstellt, der spätestens Ende April auch zum Download zur Verfügung steht und der dann konkret beleuchten wird, inwieweit die einzelnen Standards nach unserer Einschätzung diesen Bewertungsparametern gerecht geworden sind. Fünf Bereiche möchte ich herausgreifen. Bleiben wir zunächst beim Konsolidierungskreis, bei der Konzernberichterstattung. Also wie weit geht denn meine Finanzberichterstattung, die ich auf Konzernebene darlege? Hier ist die Rechtssache nach IPSAS weniger komfortabel als nach HGB. Das HGB ermöglicht Einbeziehungswahlrechte, die das Land Hessen bislang genutzt hat. Im Zuge der Abschlusserstellung nach IPSAS haben wir den Konsolidierungskreis erweitert. Wir haben sieben Einheiten zusätzlich konsolidiert, vier Gesellschaften, zwei Stiftungen, interessanterweise Stiftung bürgerlichen Rechts und eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und hiermit die Konsequenz, die Projekterkenntnis, es wird vollumfänglicher der Konsolidierungskreis als Einflusssphäre des Landes Hessen wiedergegeben, Stärkung der Informationsfunktion. Dadurch wachsen an, Sie sehen es bei dem kurzen Blick auf die Zahlen, dadurch wachsen meine Vermögenswerte ungefähr 8%, meine Schulden um ungefähr 2%. Hinweis an dieser Stelle, wir hatten gerade eben schon uns darüber unterhalten, Konzernblick auf der einen Seite, Einzelabschlusssicht auf der anderen Seite, Rechenschaft, Parlament, Budgetrecht,
Damit nehme ich natürlich Informationen in meinen Konzernabschluss auf, die nicht Bestandteil des Budgetrechts des Parlaments sind. Wenn ich Kapitalgesellschaft mit einer eigenständigen Gewinnverwendung mit einem Trennungsprinzip einbeziehe, ist das informativen Charakters. Aber ich muss wissen, ich bilde dann mehr ab, ich zeige mehr an Vermögenswerten und Schulden, als ich momentan im Verfügungsrecht des Parlaments habe. Gehen wir zum Anlagevermögen. Und in der Tat, Herr Professor Groß, in der Tat, Herr Professor Böcking, vorsichtiger Ausweis des Anlagevermögens auch auf der Grundlage nach IPSAS denkbar. Drei Aspekte lassen Sie mich herausgreifen. Zunächst Komponentenansatz. In der Tat, wir haben Komponentenansatz angewandt. IPSAS, IFRS geben vor, dass bei derartigen Maßnahmen man das rückwirkend macht. Der rückwirkende Ansatz, die rückwirkende Behandlung des Komponentenansatzes führt dazu, wir können gleichzeitig auf die veränderten Werte der Aktiva schauen, dass die Aktiva um 1,8 Milliarden nach unten gehen. Ne? Also die treffsicherere Abbildung von Abschreibungsvorgängen, Komponenten, die eben schneller abgeschrieben werden als das Gebäude selbst. Ja? Wie gesagt, Absinken der Aktiva um 1,8 Milliarden. Was hier auch noch zu berücksichtigen ist, weil der IPSAS-Wert ist um 2 Milliarden niedriger als der HGB-Wert, dass auf den Aktiva nach IPSAS nicht mehr abgebildet wird die Versorgungsrücklage. Unser Planvermögen, 3,7 Milliarden, weil nach IPSAS wird es einbezogen unmittelbar auf der Passivseite. Es wird saldiert beim Ausweis der Verpflichtung. Das muss ich bedenken. Und last not least kommen hier noch Aktiva in der Folge, auch aktivierte Finanzderivate hinzu von ungefähr 400 Millionen. Wichtig an der Stelle der Hinweis, dass der zweite Augenmerk, die außerplanmäßige Abschreibung, eine zurückhaltende Beachtung des Vorsichtsprinzips könnte ja schlussfolgern lassen, dass die Aktiva jetzt bewusst nach oben schießen würden, mitnichten der Fall. Und es gab keine einzige außerplanmäßige Abschreibung, die man hätte im Anwendungsbereich der IPSAS zurückdrehen müssen. Wir haben die außerplanmäßigen Abschreibungen in genau dem gleichen Umfang im IPSAS-Abschluss abgebildet, wie auch im HGB-Abschluss. Der dritte Hinweis an dieser Stelle, AKHK-Begriff, und hierzu schauen wir uns auch die nächste Seite an, Regelfall AKHK-Prinzip, keine Aufdeckung der stillen Reserven, sowohl Realisations- als auch Imparitätsprinzip gewahrt. Wenn wir uns anschauen, die Bewertungsmaßstäbe, wir haben es zum Teil gestützt auf Wahlrechte, natürlich an das Anschaffungskosten-Herstellungskostenprinzip gehalten, haben nicht optional Zeitwerte angesetzt. Und nach unserer Erkenntnis muss man sagen, es gibt begründete Fälle, wo der Zeitwert verpflichtend war, dann aber in der Regel auch ableitbar aus aktiven Märkten. Zum Beispiel bei den Finanzderivaten war das der Fall. Es ist zum Beispiel auch der Fall, das Sondervermögen, das Planvermögen, das eingeht in die Ermittlung der Pensionsrückstellung. Auch das wird im Zeitwert angesetzt. Aber das sind Werte, die Sie aufgrund der Anlagen auch verfügbar haben. Lassen Sie uns zum Umlaufvermögen gehen. Sie sehen die Bestände des Umlaufvermögens nahezu unverändert, aber an der Gelegenheit will ich mal auf das Realisationsprinzip eingehen. Ausweis von Steuerforderungen, vielfach auch kritisierte Standard IPSAS 23. Ja, in der Tat, IPSAS 23 lässt qualifizierte Schätzverfahren zu. Wir haben hier den Weg gewählt, den wir auch in unserem testierten Konzernabschluss nach HGB gewählt haben, sehr stark objektiviert. Nahe an dem Entstehungszeitpunkt, Taxable Event. Und hier spielt uns natürlich auch entgegen das Regelwerk des inländischen Steuergesetzes, die Erhebungstechnik. Wenn Sie schauen, Anmeldungssteuer, Lohnsteuer, Umsatzsteuer und dann nehmen wir noch die Kapitalertragssteuer mit, dann sind wir bei 18 Milliarden von insgesamt 25,2 Milliarden, also nahezu 73%, die wir unmittelbar schon im Rahmen der laufenden Ertragsrealisierung am Entstehungszeitpunkt ausweisen, sehr stark objektiviert, denn hier ist ja erforderlich die konkrete Kenntnis des Kaufmanns, was als Steueranspruch vorhanden ist. Das wird ergänzt mit einem Wertaufhellungszeitraum, den wir bis zum 31. Januar laufen lassen, dass die im Januar eingehenden Dezember-Anmeldungen auch noch mit drin sind. Es wird ergänzt durch Wertberichtigungen. Wir haben ungefähr 5 Milliarden an Wertberichtigungen
berücksichtigt und wir bilden Rückstellung für Steuererstattung in der Größenordnung 3,4 Milliarden für Einkommensteuer und Körperschaftssteuer. Zusammenfassend sehr, sehr stark objektiviert, zulässig auf der Grundlage des IPSAS 23. Ich sage zulässig, der 23er ließe auch andere Verfahren zu. Man könnte alternativ auch daran denken, auf die Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe Steuerschätzung zurückzugreifen. Deutlicher Vorlauf, zeitlicher Vorlauf, aber nach unserer Einschätzung nicht belastbarer als die Abbildung, wie wir sie auch im HGB-Abschluss gewählt haben. Wenden wir uns der Passivseite der Bilanz zu, könnte man den Eindruck haben, ein weniger beachtetes Vorsichtsprinzip würde weniger vollständig die implizite Verschuldung ausweisen. Mitnichten. Das Gegenteil ist der Fall. Die implizite Verschuldung wird nach IPSAS realistischer ausgewiesen als nach HGB. Wir schauen mal auf die Abbildung der Rückstellung. Dann sehen Sie bei einem Flächenbundesland wie Hessen mit 188.000 Anspruchsberechtigten dominieren die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Und Sie schießen hier von 98 Milliarden hoch auf 167 Milliarden. Das liegt schlicht und ergreifend an dem Zinssatz. Wir zinsen jetzt ab in der Vermögensrechnung mit 0,016%, 0,02%. In unserem HGB-Abschluss verwenden wir eine, um die Schwankungen zu vermeiden, fixierte Größe von 3%. HGB pur würde derzeit einen Diskontierungszins von 2,71 vorgeben. Weshalb? Auch mit Blick auf die Unternehmen vor wenigen Jahren HGB angepasst, um diesen sinkenden Fall der Zinsen abzufangen. HGB kennt eine Durchschnittsbetrachtung. HGB kennt die Zinsbemessung nach den zurückliegenden 10 Jahren. Das heißt, ich habe 10 Jahre in meiner Zeitreihe, sodass jede aktuelle Entwicklung 9 Jahre benötigt, bis sie einfließt in die Zeitreihe. Von daher wesentlich realitätsnäher nach Stichtagskriterien Ausweis der Pensionsverpflichtung. Lassen Sie mich auf den zweiten Punkt eingehen in diesem Zusammenhang. Das haben wir sowohl bei Pensionsrückstellungen, wo Bewertungseffekte sehr stark sich niederschlagen können. Wir haben es auch bei den Finanzinstrumenten, bei den Derivaten. Und hier sehen Sie, das UNO-Diagramm soll einzeichnen, die Abbildung von Pensionsverpflichtungen nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen kennt die Unterscheidung, was unmittelbar über die Ergebnisrechnung, über die laufende Ergebnisrechnung läuft. Und das sind die Werte, die ich zu Beginn eines Jahres prognostiziere, deswegen Projected Unit Credit. Ja? Ich prognostiziere meinen Zinsaufwand, ich prognostiziere meinen Dienstzeitaufwand. Das sind die Größen, die ab diesem Moment feststehen für die Belastung meiner GNV. Ein Verfahren, was sehr entgegenkommt der Haushaltspraxis. Und alles Weitere, was sich durch die zwischenzeitliche Wertentwicklung bis zum 21.12. tut, das spiegelt sich dann in einer Abbildung A, zwar der unverändert realistisch zum ersten, nach dem Wertverhältnis zum 31.12. abgebildeten Verpflichtung, aber diese verbleibende Divergenz, die geht unmittelbar übers Eigenkapital. Und Sie sehen hier unten von den insgesamt 1,8 Milliarden dieser Anpassung der Pensionsverpflichtung geht über die G&V, über die Ergebnisrechnung und 15,7 Milliarden sind unmittelbar über das Eigenkapital abgebildet worden. Hat den Vorteil, dass ich ohne große erratische Schwankungen zum 31.12. doch tatsächlich meine komplette Verbindlichkeit zeige. Zum Abschluss auf der Passivseite, die Verbindlichkeiten, auch hier könnte man ja dem Eindruck erliegen, ein weniger vorsichtiges Regelwerk vermeidet einen hohen Ausweis der Verbindlichkeiten, auch hier das Gegenteil. Der Grund liegt darin, dass IPSAS umfassender Schulden auf die Bilanz bringt. Ich darf hier erwähnen, die Leasing-Verbindlichkeiten, die hier mit 1,2 Milliarden zu Buche schlagen, oder aber auch die Finanzmarktderivate, die negativen, die wir unverändert in dieser Größenordnung jetzt auch schon im Anhang als Anhangangabe zeigen, nach IPSAS unmittelbar abgebildet im Abschluss mit 7,5 Milliarden. Deshalb das wesentlich vorsichtigere Vorgehen nach IPSAS. Schauen wir auf das Ergebnis. Wir müssen zunächst eine Korrektur bei unserem HGB-Abschluss insofern vornehmen, als wir 2019 umgestellt haben im HGB-Abschluss vom bisherigen
steuerlich geprägten Teilwertverfahren auf die PUC-Methode, Projected Unit Credit. Das gab einen Einmaleffekt von 2,4 Milliarden positiv. Deswegen muss man den ehrlicherweise runterrechnen. Ich habe dann zwei Größen zum Vergleich, minus 2,4 Milliarden nach HGB, minus 1,67 Milliarden nach IPSAS, also 800 Millionen Unterschied. Rechts auf der zweiten Seite sieht man, das sind überwiegend Effekte mit der Pensionsrückstellung im Zusammenhang. Denn ein niedrigerer Zinsfuß bedeutet, also eine Abzinsung, wir hatten in der Planung, in dem Projekt mit 0,8% Zinsfuß gerechnet, ja, das bedeutet einen wesentlich niedrigeren Zinsaufwand als nach HGB mit 3%. Und das sieht man in den verringerten Finanzierungsaufwänden von 1,7 Milliarden. Damit geht natürlich einher, wenn ich den Diskontierungszins verändere, verschiebt sich automatisch ein Teil in meinen laufenden Zuführungsaufwand. Und das sind die gegenläufigen Effekte bei um die 600 Millionen im Personalaufwand. In der Resultante ungefähr 253 Millionen Unterschied. Aber auch hier kann man sagen, IPSAS bestätigt nicht die weitläufige Vermutung, dass die Anlehnung an internationale Rechnungslegungsstandards ein deutlich besseres Ergebnis produzieren würden. Jahresergebnis nach IPSAS rund 800 Millionen besser, aber bedingt im Wesentlichen durch die Aufzinsung. Und hier auch nochmal der Hinweis, versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden nach IPSAS direkt im Eigenkapital erfasst. Auch nur diejenigen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren. Ich muss sehr wohl zu Beginn des Jahres die voraussichtlichen Größen schätzen, aber das, was unvorhergesehen im Laufe eines Jahres eintritt, das wird über das Eigenkapital unmittelbar abgebildet. Bei den ausgewählten Wahlrechten möchte ich nur ein kurzes Wort verlieren zu einem Punkt. Das betrifft vor allen Dingen AHK oder Neubewertungsmodell. Uns kam es entgegen, weil wir vor diesem Hintergrund am Anschaffungskostenprinzip festhalten konnten. In der jetzigen Ausgestaltung ist es natürlich problematisch, wenn es auf der einen Seite, wenn es um den Vergleich geht von verschiedenen Einrichtungen, kann das ein Erschwernis sein. Lassen Sie mich zum Schluss nochmal auf die eingangs erwähnten Kritikpunkte kommen und lassen Sie auch gleich das Resümee, die Projekterkenntnis einblenden. Nach unserer Einschätzung ist die Objektivierung, Realisationsprinzip, Imparitätsprinzip auch auf Basis IPSAS umsetzbar, abbildbar. Auch der differenzierte Ergebnisausweis, KAS bei den Wertungseffekten, Pensionsrückstellung, Finanzerwartung, kommt der Haushaltspraxis entgegen. Die Schlussfolgerung, ich greife jetzt mal vor, IPSAS als Referenz für IPSAS denkbar, aber einheitliche Vorgaben zur Standardisierung sind erforderlich und man muss sich natürlich auch dann über eine Legitimationsgrundlage unterhalten, über das Standardsetzungsverfahren, was dann neben ein bereits vorhandenes HGB-Regelwerk tritt, was, um es nochmal zu wiederholen, schon eine gemeinschaftsrechtliche Grundlage kennt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Harald Bott, für den Vortrag mit den zentralen Ergebnissen unseres IPSAS-Abschlusses, gerade im Vergleich zum HGB. Ich will einmal mit einer Frage einsteigen und möchte Sie mal direkt ansprechen, Professor Böcking, weil Sie es aufgeworfen hatten. Das war die Grundfrage, wie international ist eigentlich unser HGB jetzt schon? Ich will mal ganz provokant fragen, brauche ich denn eigene europäische Standards überhaupt? Wenn ich jetzt schon HGB habe, was auf europäischen Richtlinien basiert, bräuchte ich nicht einfach eine neue EU-Verordnung, EU-Richtlinie, die passt da noch ein bisschen was an und dann haben wir eigentlich diese ganze zähe Debatte, die wir seit 8 Jahren in Europa führen, sozusagen mit einem Schlag und auf einem bekannten, bewährten Verfahren, wie wir es so kennen, in einem demokratischen Prozess eigentlich erledigt sozusagen und umgesetzt. Ja, vielen Dank für diese Frage, Dr. Rüdiger. Ich würde sagen, ja, wir könnten diesen Weg gehen, wir sollten ihn gehen. Wir haben ja momentan sehr viele Diskussionen mit internationalen Organisationen, Institutionen. Ich denke, der IPSAS-Board hat sehr viel bewirkt. Er hat gezeigt, wie nah man an IAS, IFRS arbeiten kann. Wir haben aber jetzt in Europa die Situation, dass wir über die einzelnen Richtlinien heute schon sehr gut in der Harmonisierung sind.
Und ich denke, IPSAS sollte im Prinzip darauf aufsetzen, auf die europäischen Bilanzierungsrichtlinien. Wir haben ja im Prinzip direkt über das Komitologieverfahren, über den Endorsement-Prozess, die IAS, IFRS, und sollten uns dann darauf verständigen, auf europäischer Ebene, dass wir das zusammenführen. Wo gibt es noch Besonderheiten für die öffentliche Rechnungslegung? Sie sind wahrscheinlich sehr marginal. Und dann sollten wir einfach sehen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Das würde den Prozess der Harmonisierung extrem beschleunigen. Wir beobachten ja auch gerade auf internationaler Ebene, dass es ein Problem ist mit Institutionen. Wir haben ja beim International Accounting Standards Board, auch hier kann man jetzt sehen, Deutschland ist aber jetzt ganz vorne. Wir haben zumindest Herr Baku, künftig der Chef vom ISB. Aber was beim ISB gerade passiert ist, dass man sagt, man überlegt, will man nicht einen zweiten Board haben für die nicht finanzielle Berichterstattung? Insbesondere also Corporate Social Responsibility. Da bin ich der Meinung, nein, wir sollten uns nicht wieder aufspalten in einzelnen Institutionen. Wir brauchen einen Board. Und dann in Europa auch, wo wir sagen, wir beschäftigen uns einmal sowohl mit dem Financial Accounting im engeren Sinne, Bilanzierung, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang. Und das zweite Thema ist dann unmittelbar der Lagebericht, den Sie ja auch hier in Hessen schon jahrelang haben, den Konzernlagebericht. Da kommen dann diese Dinge rein, was ich sage, Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, dass wir einfach offenlegen, die nicht finanziellen Leistungsindikatoren, die ja in unserer Gesellschaft immer eine größere Rolle spielen werden, wo wir auch Verantwortung übernehmen. Das heißt, da werden dann künftig keine Sonntagsreden mehr gehalten, sondern da wird man nämlich daran gemessen, was man gesagt hat. Ja, Soll-Ist-Vergleich. Ich glaube, da geht der Weg hin und da könnten wir uns auch viel sparen, bevor wir jetzt sagen, jetzt machen wir nochmal wieder ein IPSAS-Board, wir haben ein IPSAS-Board, wir haben ein IAS-Board für Financial Accounting, wir haben demnächst ein IAS-Board 2 für Business Reporting, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Ich glaube, das kann es nicht sein. Wir müssen zurückkommen zur Vereinfachung. Wir haben eine Menge Vorarbeiten und das erlaubt es uns auch, glaube ich, hier viel schneller auch, sage ich mal, ins Boot zu bekommen, die Institutionen, die bisher noch Zweifel haben, weil Sie einfach sehen, wir haben im Prinzip einen Neuanfang, den hat Europa getan mit der Massentaufe 2002. Ich glaube, darauf sollten wir aufsetzen. Und es kann auch keinen Unterschied mehr machen, ob wir Familienunternehmen, gerade auch aus deutscher Sicht, die international tätig sind, anders behandeln in der Rechnungslegung als börsennotierte Unternehmen. Wobei man sagen muss, viele deutsche Mittelständler bilanzieren ja heute schon freiwillig nach IFRS, weil sie weltweit ihren Konzern so steuern, weil man sagt, das ist international üblich. Da können wir überall Mitarbeiter verhindern, ja, Bachelor-, Master-Absolventen, die kennen das, das liegt auf Englisch vor. Die andere Frage ist, und da müssen wir natürlich ran, ich denke, da ist auch wichtig, Herr Staatsminister Boddenberg, dass wir sagen, wir müssen natürlich auch dann, was die konkreten Detailangaben angeht, die müssen wir uns, glaube ich, schon überlegen, dass wir sagen, wo ist da eine Grenze zwischen kapitalmarktorientierten Unternehmen, nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen, aber die Grundlagen der Bilanzierung können eigentlich nicht anders sein. Ja, vielen Dank, Professor Böcking. Direkt an Sie weitergeben, Herr Müller-Markesberger. Sie sind ja sehr involviert in den IPSAS-Prozess und letztlich auch dadurch auch in den IPSAS-Prozess. Im Grunde ist das ja ein kompletter Paradigmenwechsel der bisherigen Arbeit, so sehe ich das. Oder wie stehen Sie zu dieser Frage, ob man diesen Prozess zur Findung internationaler Standards, die dann für die öffentlichen Gebietskörperschaften auch in Deutschland gelten, ob man den irgendwie abkürzen kann, abkürzen sollte. Wie sehen Sie das? Naja, zunächst mal denke ich, so sehr ich auch für Vereinfachung bin, wie Herr Professor Böcking gerade propagiert hat, glaube ich dennoch, dass es wahrscheinlich mit einem Board nicht getan ist. Ich glaube schon, und das zeigt die intensive Diskussion über die Geeignetheit von IFRS-Standards für den öffentlichen Sektor, dass wir schon ein eigenes Board brauchen für den öffentlichen Sektor. Ob wir ein eigenes europäisches Board brauchen, ist durchaus eine andere Frage. Da glaube ich, können sich die Geister streiten. Und da sind wir eben dann bei der Frage, wie geeignet sind die IPSAS für die europäischen Spezifika? Gibt es überhaupt europäische Spezifika, die es rechtfertigen, eine eigene Governance, ein eigenes Standard-Setting für Europa zu schaffen? Abkürzen insofern, dass wir sagen, angesichts des modernisierten HGBs, wofür brauchen wir noch die IPSAS? Das war Ihre provokative Frage. Ich meine, so wie die Frage angelegt ist, stellt sie sich meines Erachtens nicht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sich die Frage nach einer für Europa geeigneten öffentlichen Rechnungslegung nicht alleine aus der deutschen Perspektive beantworten lassen wird. So nah das modernisierte HGB, glaube ich, an den internationalen Standards ist und so wichtig das ist, dass dieser Schritt gegangen ist, vor allem wichtig, um auf Basis der uns vertrauten
Daten, Rechnungslegungskonzepte, die wir ja gerade gehört haben und die uns allen so vertraut sind, zu verstehen, dass der Weg eigentlich gar nicht mehr so weit ist. Aber gleichwohl glaube ich, dass wir natürlich auch im Sinne der europäischen Akzeptanz mit dem modernisierten HGB auf der Flagge keine Akzeptanz erreichen werden. Von daher glaube ich, es braucht den Prozess der Diskussion über harmonisierte Standards für den öffentlichen Sektor, speziell für den öffentlichen Sektor. Nochmal, ich glaube, sehr schön, das Projekt hat gezeigt, dass sich die Frage schon intensiv stellt, die aus außereuropäischer Perspektive mit Stirnrunzeln gestellt wird. Warum braucht es EPSAS, wenn es IPSAS gibt? Das ist die eigentliche Frage, die Investoren sich fragen und die Investoren sich stellen, sagen, wir wollen eigentlich vergleichen können, ob ich investiere innerhalb Europa oder ob ich investiere außerhalb Europa. Das ist die Kernfrage, nicht die Frage nach HGB und EPSAS, sondern eher die Frage nach IPSAS und EPSAS. Ja, vielen Dank. Ich will das Wort einfach mal weitergeben an Sie, Herr Boddenberg, als Praktiker, auch in jeder Hinsicht, zum einen als Kaufmann, traditionell, aber auch als Politiker. Diese Begriffe dieser Boards, wie Professor Böcking genannt hat und auch Herr Müller-Markes-Berger genannt hat, die Standards setzen, wie sehen Sie die Rolle für diesen Rechtsetzungsprozess für solche Standards über Boards oder werden da Parlamente nicht ein Stück weit ausgeschaltet oder zur Seite geschoben? Wie sehen Sie das? Also das müsste man dann ja auch für die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft feststellen, weil da ist es auch ein Board, das IFRS Regelwerke diskutiert, entwickelt und ständig auch weiterentwickelt. Insofern glaube ich, hat das mit dem Budgetrecht des Parlaments wenig zu tun. Deswegen ist Ihre Frage trotzdem berechtigt, weil das natürlich ein sensibler Punkt ist. Und ich gehöre allerdings, Sie haben gesagt, Sie sind Praktiker, das stimmt, ich komme aus der Wirtschaft, aber ich schaue mir Bankbilanzen an, ich schaue mir die Vorgaben der Bankenregulierung an, die Eigenkapitalhinterlegung, die Bewertung von Risikopositionen und alles, was ich sehe, auch bei mittelgroßen Banken in Deutschland beispielsweise, ist, dass alle global aufgestellt sind. Das heißt, wir können nicht mehr sagen, hier ist die europäische Welt und da ist die außereuropäische Welt. Wir haben, ich glaube, kein Gut in der Geschichte der Menschheit, das so schnell vagabundiert um den Globus wie Geld- und Finanzströme. Und deswegen glaube ich, ich will mich nicht reinhängen in die Debatte, die Sie gerade führen, wie viele Boards braucht es, aber ich bin eher so tendenziell bei Ihnen. IPSAS oder EPSAS, ja, das sind sicherlich marginale Unterschiede, die wir auch kulturell sicherlich berücksichtigen müssen. Aber jetzt sage ich bin Praktiker und ich hätte gerne irgendwann mal eine Lösung. Und jetzt muss man ja zur, darf ich das so sagen, Schande der Republik sagen, wir sind ja noch nicht mal beim wesentlichen Punkt einer Meinung, nämlich gehen wir auf Doppik. Und da gebe ich zu, werde ich langsam ungeduldig. Ich bin nicht alleine auf der Welt. Und nochmal, Hessen ist zwar Vorreiter, aber nicht arrogant in dem Sinne, dass wir das alles besser können als andere. Aber wir diskutieren diese Frage jetzt in Deutschland seit Jahrzehnten, könnte man sagen. Also mindestens mal seit 10, 12, 15 Jahren und kommen irgendwie nicht zusammen. Und aus anderen Politikfeldern kann ich nur sagen, wenn man es jetzt laufen lässt, sich also jetzt nicht einbringt, wird man irgendwann es nicht mehr zusammenbinden, jedenfalls die eigene Position erst recht nicht mehr unterbringen. Und da hielt ich eine Menge davon, wenn wir jetzt in diesem Prozess etwas aktiver, auch als Bundesrepublik Deutschland, mit eindringen. Ich will jetzt die Arbeit, die Sie dort leisten, nicht in Frage stellen, aber wäre ja gut, wenn da der politische Rückenwind etwas besser wäre. Und insofern bin ich schlichtweg einfach ungeduldig, glaube aber, dass wir da auch als Bundesland, so mitten in der Republik, durchaus repräsentativ mit allen Themen auf der Aktiv-, der Passivseite, der Bilanz wie der G&V, vielleicht auch trotzdem jetzt ein paar Impulse setzen können, dass der Prozess einfach einen Schritt schneller wird. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ich glaube, es gibt ein Buch, Wir amüsieren uns zu Tode, von Neil Postman. Der hat sich mal mit der Frage beschäftigt, braucht man eigentlich jede News? Das war schon in den 60er Jahren. Ich habe gesagt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch, das heißt, wir diskutieren uns zu Tode. Bitte sehen Sie es mir nach. Das ist alles wichtig, der wissenschaftliche Diskurs, um am Ende zu guten Ergebnissen zu kommen. Aber irgendwann muss man auch springen. Und deswegen bin ich, wie gesagt, so ein bisschen ungeduldig. War jetzt nicht ganz die Antwort auf Ihre Frage, aber will da aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ja, vielen Dank. Ich will einfach noch mal weitergehen, diese Frage dieser Umsetzung von auch internationalen Standards, auch gerade an Sie, Herr Groß. Sie haben ja dargestellt, wie das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz am Ende umgesetzt wurde im HGB.
wie viel Umsetzungsspielräume habe ich denn da am Ende als Land? Wie viel Wahlrechte, das ist ja das, was Herr Bott auch angesprochen hat, brauche ich als Mitgliedstaat? Oder wie viel klare Festlegung, wenn ich solche Standards setze, wie viel brauche ich denn da? Wie ist denn da Ihre Einschätzung und wie sehr hat Deutschland auch bei dieser Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes davon Gebrauch gemacht, im Unterschied zu anderen Ländern? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber man muss sich vor Augen halten, dass in den 1980er Jahren ja der Ansatz war, mit den Bilanzrichtlinien möglichst viele Wahlrechte zu haben, um alle unter einen Hut zu bekommen. Dadurch haben wir in der EU natürlich sehr unterschiedliche Bilanzrechte. Manche sind informatorisch geprägt, manche sind nach dem tradierten Gläubigerschutz geprägt. Also der Ansatz war, möglichst viel zuzulassen. Wenn ich natürlich jetzt Vergleichbarkeit haben möchte, dann muss ich es irgendwie runterbrechen. In Deutschland haben wir uns entschieden, das ein bisschen runterzubrechen, indem wir uns an die IFRS annähern. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir als Deutsche die Richtlinien ändern können. Das heißt, in anderen EU-Mitgliedstaaten mag das noch anders aussehen. Also wir haben einen sehr, sehr großen Spielraum. Wenn man jetzt europäische Harmonisierung haben möchte, müsste man entweder, wenn man auf Basis der Richtlinien weiter argumentieren will, an diese ran, oder man braucht halt doch europäische Standards, wie sie jetzt auch immer heißen oder was man auch immer als Starting Point nimmt. Aber etwas präzisiert hat man dann weniger Möglichkeit als einzelnes Land und dadurch hat man mehr Harmonisierung. Aber es ist natürlich politisch, glaube ich, ist jetzt nicht mein Feld, schwerer umzusetzen. Ja, mit dieser Frage der Harmonisierung haben wir uns ja hier in Hessen auch sehr befasst bei der Frage, auch mit diesem Abschluss. Wenn jetzt von Seiten des Projekts man mal die Frage aufwirft, was sind denn so die großen Lehren aus dem Projekt? Also aufgeworfen wurde die Frage der Wahlrechte, dann die Unterschiede, die ja doch relativ klein sind, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, was den Ipsas-Abschluss angeht und was das HGB angeht. Mal so in drei sprechenden Sätzen, was sind denn so für die weitere Entwicklung des sowohl der europäischen Rechnungslegung, aber eigentlich, was der Minister ja auch gesagt hat, fangen wir mal bei der nationalen Rechnungslegung an. Eigentlich für die nationale Rechnungslegung, welche drei zentralen Lehren würdet ihr denn aus dem Projekt ziehen für die weiteren Debatten in Deutschland und vielleicht dann am Ende sogar in Europa? Also der erste Punkt ist mit Sicherheit eine große gemeinsame Schnittmenge. Eine große gemeinsame Schnittmenge, die natürlich auch spiegelt, dass HGB, wie Herr Professor Böcking angedeutet hat, spätestens mit Billmock, also die Verbot von Aufwandsrückstellung, das haben wir da im Prinzip schon im HGB verankert. Große Gemeinsamkeiten, Anschaffungskostenprinzip, was für uns sehr viel wert ist, einen sehr hohen Stellenwert hat, ist abbildbar. Und nach unserer Erfahrung, Herr Marksberger, Sie können es aus der Praxis berichten, auch die Praxis verfährt weitgehend so, dass das Spalrecht nicht zugunsten der Zeitwerte ausgenutzt wird in der IFRS-Bilanz, sondern dass man da auch, genauso wie wir jetzt in unserem Abschluss, auf das greifbare, objektivierbare Prinzip der Anschaffungskosten abstellt. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, was wir kennengelernt haben, oder vielleicht passt ganz gut als Ergänzung, Abbildung von Steuererträgen. IPSAS haben den Vorteil, es gibt einen themenbezogenen Standard, der sehr explizit eine Besonderheit der öffentlichen Hand regelt, die sich so im HGB nirgendwo findet. Wir haben eine Lösung gefunden, indem wir die Grundsätze, das prinzipienbasierte Handelsrecht umgesetzt haben. Da gibt es natürlich sinnvolle Ergänzungen, die aus den IPSAS kommen, indem sie einfach dieses Themengebiet als Spezifika für die öffentliche Hand regeln. Und der dritte Punkt ist, Unterschiede ja, was den Informationscharakter anbelangt, wenn man an das Hochschießen der Verbindlichkeit, der Rückstellung an Pensionen denkt, abgestellt auf den Stichtagszins oder auch gar eine Leasingverbindlichkeiten oder negativen Marktwerte von Finanzinstrumenten, ist eine Informationsfunktion, die auf den Zeitwert abstellt, die aber handelbar ist. Ja? Also insofern schon ein gangbarer Kompromiss mit wenigen Anpassungsschritten, wenn ich jetzt von einer HGB-Bilanz komme, wie wir es in Land Hessen kennen. Ja, vielen Dank.
Mal an Sie weitergefragt, Herr Müller-Markesberger, wenn man sich so die Debatten, wie entwickelt sich das zurzeit in Europa, was die Standards angeht, da stellt man ja fest, es wird häufig, das ist bei der Corona-Pandemie ja gar nicht mal so anders, es wird häufig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner sich geeinigt, was dann ja eigentlich gerade bei Wahlrechten heißt, dass es wahrscheinlich ja doch viele Wahlrechte gibt, um überhaupt alle unter einen Hut zu bekommen. Ist das, wie ist denn da Ihre praktische Wahrnehmung aus dem aktuellen Prozess, Diskussionsprozess in Brüssel? Naja, tatsächlich findet der Diskussionsprozess weitgehend in Luxemburg statt, nicht in Brüssel. Aber tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit, die ja angestrebt wird. Wir verfolgen ja mit dem EPSAS-Projekt zwei Ziele, die Transparenz und die Vergleichbarkeit. Dass, glaube ich, die Kommission schon sehr deutlich zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Wahlrechte reduziert werden müssen. Also es wird wohl nicht so laufen, dass so viele Wahlrechte geschaffen werden oder belassen werden, dass sich möglichst jeder wiederfindet, sondern im Zweifel wird man versuchen, Wahlrechte zu reduzieren. Was im Übrigen, wie Sie richtigerweise sagen, gerade was zum Thema Bewertung von Vermögenswerten anbelangt, im Grunde auch sich in der Praxis durchaus widerspiegelt. Wenn Sie die Zeitwertbilanzierung als Wahlrecht reduzieren oder rausnehmen würden, dann würden Sie im Grunde keinen großen Verlust im Vergleich zu dem sehen, was in der Praxis angewendet wird. Denn die Zeitwertbilanzierung wird so gut wie außer für Derivate und fortan für Vermögenswerte, die eben sehr volatil sind, so gut wie nicht verwendet. Also insofern glaube ich, es wird nicht kleinste gemeinsame Nenner im Sinne von jeder darf machen, was er will, geben. Und ich glaube, vielleicht einfach auf das, was Sie gesagt haben, nochmal hinzuweisen. Ich glaube, es würde der Diskussion sehr gut tun, wenn wir versuchen würden, weniger Details zu diskutieren im konzeptionellen Bereich, sondern wenn wir im Grunde einfach mal anfangen würden. So anfangen, wie Sie es gemacht haben. Und das sagen wir mal, ist auch etwas, was ich in der Praxis wahrnehme, wenn wir sowohl im europäischen als auch im außereuropäischen Kontext solche Reformprojekte anschauen. Dort wird in der Regel zunächst mal etwas getan. Etwas getan im Sinne von, wir gehen mal einen Schritt und dann schauen wir, wo wir mit diesem Schritt gelandet sind und dann wird nachjustiert. Wir tendieren hier in der Diskussion immer dazu, zunächst mal 100% ausgelotet und ausdiskutiert haben zu wollen und die nächsten 100 Kilometer beleuchtet zu haben. Und das wird in der Regel bei solchen Prozessen nicht zum Erfolg führen. Und deswegen bin ich sehr, sehr stark bei Ihnen. Wir sollten zunächst mal tun, wie Sie gesagt haben, wie dann das Kind am Ende des Tages auch heißt, ob es IPSAS heißt oder ob es EPSAS heißt. Im Zweifel wird es sowieso etwas sein, was nicht direkt die Anwendung der IPSAS bedeutet, denn das macht so gut wie kein Land. Wenn Sie sich global anschauen, was die Staaten tun, dann nehmen sie die IPSAS als Ausgangsbasis, genau das, was wir hier diskutieren, und leiten daraus ihre nationalen Standards ab, die sie dann Nigerian Public Sector Accounting Standards nennen oder Malaysian Public Sector Accounting Standards, und hier werden sie halt European Public Sector Accounting Standards heißen. Und deswegen halte ich diese Debatte, sind die IPSAS geeignet oder nicht, für in der Regel eigentlich nicht wirklich zielführend. Okay. Wenn Sie, Professor Böcking, mal aus dem Blick der Wissenschaft da nochmal drauf werfen, Minister hatte das ja mal in die Wand geworfen, wie viele Länder eigentlich in der DOPIC unterwegs sind. Letztlich ist Deutschland ragt hervor, ich sag's mal ganz wertschrei, neben den Niederlanden. Aber dann haben wir ja schon relativ viele doppische Daten eigentlich europaweit aus den anderen Ländern. Ist denn das, was wir haben dort, ist das bereits vergleichbar oder brauche ich dann nochmal Standards, die da ein einheitliches Raster drüber legen? Kann ich jetzt mit den Daten, wie viel kann ich denn jetzt damit schon anfangen, den Daten, die ich da habe? Also ich möchte zurückkommen, was Staatsminister Boddenberg gesagt hat. Er ist ungeduldig, das kann ich gut verstehen. Wenn ein Bundesrechnungshof Kosten aufführt, um die DOPIC einzuführen und dadurch auch dann die IT mit einbezieht, dann muss man einfach sagen, wir haben momentan das Ergebnis. Wir sind rückständig, was die Digitalisierung angeht. Hätte man vor Jahren schon gesagt, die DOPIC ist Pflicht für alle, auch für den Bund, dann hätte man die IT eingeschafft.
Dann hätte die Beratung gehabt. Dort wird ja auch in dem Bericht des Bundesrechnungshofs gesagt, da kommen dann, ich habe es eben erwähnt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ja, ich meine, wer das Know-how hat bei uns im Land, der sollte dann auch gefragt werden, das umzusetzen. Es hindert ja niemand daran, wie Sie das ja auch machen, Hochschulabsolventen einzustellen, die das beherrschen. Und wir sehen ja dann auch diesen Digitalisierungsschub, den wir gehabt hätten, um Daten im Prinzip überhaupt erstmal zu ermitteln. Wir sehen es ja momentan, wir haben ja so eine Art Bottom-up. Die Kommunen haben es in den meisten Bundesländern. Ja, das heißt, es kommt Bottom-up und nicht mehr Top-down. Und das Entscheidende ist, wenn wir diese Informationen haben über die DOPIC, dann ist es im Prinzip ein leichtes zu sagen über die Systeme, wo habe ich jetzt Nuancen bei der einzelnen Bilanzierungsfrage, bei der Leasingfrage, was möchte der Staat, was möchte er nicht. Wir haben in Europa EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group. Die schaut sich im Prinzip die IFRS an. Die könnten genauso gut im Prinzip erweitert werden um die Frage, ist das jetzt eine Besonderheit aus der Sicht der öffentlichen Rechnungslegung? Ja? Dann sind wir im Prinzip in Europa, wir haben einen Demokratieprozess, wir wollen das in Europa, wir haben das Komitologieverfahren, das geht über die Kommission, das geht über das Parlament. Und deshalb meine ich bitte um Nachsicht, Herr Magelsberger, Sie haben verdienstvoll gearbeitet. Aber ich denke, am Ende des Tages, sage ich mal, haben wir denn diese Vorschriften, die dann auch, sei es über per Verordnung, in allen Mitgliedstaaten gelten. Und dann können wir auch im Prinzip miteinander kommunizieren. Ich denke, es gibt immer Besonderheiten. Wir sehen es ja auch, die branchenunabhängigen Standards, die wir geschaffen haben, gerade IFRS 9, für Banken, für Versicherungen, für Industrieunternehmen, sind für alle anwendbar. Wir haben zusätzlich natürlich die Regulierung für Banken, weil sie eine Besonderheit haben in der Gesellschaft. Wir haben es für die Versicherungen. Wir brauchen auch zusätzlich dann natürlich auch das für die öffentlichen Institutionen. Aber die Grundlagen müssen die gleichen sein. Und wenn das Geschäftsmodell das gleiche ist und wenn immer wieder behauptet wird, die IFRS seien kompliziert. Ja, sie sind nur dann kompliziert, wenn ich komplizierte Geschäftsvorfälle habe. Das war damals wegen einmal den Derivaten. Ja, das ist ja heute noch was Leichtes. Aber wenn jemand komplizierte Geschäftsvorfälle für sich in Anspruch nimmt, dann muss er auch erwarten, dass er mit komplizierten Standards konfrontiert wird. So einfach ist das. Und da muss man sich überlegen, mache ich ein Geschäft oder mache ich es nicht? Und ich denke, das schöne Beispiel war ja, was auch gerade Herr Wort gesagt hat, ist das Thema mit dem Leasing. Ja? Wo man auf einmal sieht, Moment, wenn ich so viele Leasingverträge mache für Polizeiautos, dann weiß ich auch, was ich zahlen muss. Ich habe aber auch ein Anrecht darauf auf der Aktivseite. Das war es, was Herr Kollege Groß sagte mit der Bruttobilanzierung. Oder wenn wir überlegen, wir haben ein vorsichtiges HGB, wenn ich heute ein Kraftwerk errichte und ich weiß, ich habe Entsorgungskosten für 1 Milliarde, die aktiviere ich aber nicht, was die Investitionen angeht, denn die hätte ich aktivieren müssen. Und auf der Passivseite muss ich gleich die Milliarde zeigen. Und wir sehen doch, es hat doch uns eingeholt, wenn eine Bundeskanzlerin sagt, nach dem Super-GAU in Japan, wir verabschieden uns von der Kernkraft. Und wenn wir vor einigen Tagen lesen mussten, jetzt muss der Bund nochmal an die Energieversorger einige Milliarden zahlen, dann frage ich mich, woran lag das denn? Weil wir uns nie Gedanken gemacht haben, was kostet denn die Entsorgung wirklich? So viel zum deutschen HGB, von wegen Vorsichtsprinzip. Ja? Und ich glaube, da müssen wir einfach sehen, wir müssen es offenlegen. Und ganz wichtig ist ja auch für die Energieversorger, wenn man dann sagt, was Herr Groß in seinem Beispiel hatte, dass ich dann die Entsorgungskosten als Anschaffungskosten ansehe. Das ist ja ein wichtiger Punkt im Prinzip bei den IAS, ja, IAS 16, dass man dann im Prinzip sagt, okay, die werden natürlich nur angesetzt, wenn es auch eine wirkliche Verpflichtung ist, im Sinne, da ist eine Rückstellungsverpflichtung. Aber das sind doch meine Investitionskosten. Das ist doch die Anschaffungskosten für das Kraftwerk plus die Entsorgungskosten. Wir haben doch momentan auch die Themen, die Windparks in der Ostsee und der Nordsee, wo die GmbHs pleite sind. Wer finanziert denn künftig? Lassen wir die im Prinzip verrosten in der Ost- und Nordsee, weil die GmbHs pleite sind? Weil sie am Anfang überhaupt nicht ausgewiesen haben, sie müssen ja irgendwann nach 20 Jahren vielleicht auch diesen Turm, der dort steht, auch wieder entsorgen. Das sind Dinge und das verbinden wir damit im Sinne von Nachhaltigkeit, Klima, Umweltbelange. Und ich glaube, insofern müssen wir gar nicht diskutieren, wer das im Prinzip macht. Wir wollen einfach offenlegen, Entscheidungen, die die Parlamente treffen, da müssen die Kosten offengelegt werden. Und die Frage ist, wer soll das zahlen? Und da muss ich einfach wissen, Energie ist teuer, denn auf die Energiekosten sind nicht nur die Kraftwerke oder die Windparks, die ich errichte, sondern ich muss zu den Investitionskosten dazu rechnen, wer entsorgt die Windparks nach 20 Jahren? Und dann weiß ich auch in etwa, was der Strom kostet. Und ich glaube, über diese Dinge müssen wir uns viel mehr Gedanken machen und nicht kurzfristige Entscheidungen, das heißt langfristig im Prinzip mit Rechnungslegungsvorschriften leben. Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich die Frage einfach nochmal weiter an Sie geben, Herr Boddenberg. Diese ganze Debatte, die wir hier führen, mache ich EPSAS, mache ich IPSAS, mache ich HGB, mal aus dem politischen Blickwinkel, auch diese Detailfragen, aktiviere ich es so, spielt das in der politischen Debatte am Ende eine Rolle oder
spielt eher das große Ganze eine Rolle? Wie wird das wahrgenommen, was diese ganze Debatte der DOPIC angeht im Vergleich zu anderen Bundesländern oder auch auf Bundesebene? Wie nehmen Sie das denn wahr? Ich will Sie ja nicht enttäuschen, aber diese Debatte konkret findet im politischen Raum kaum statt. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Themen, die ja Professor Böcking gerade angesprochen hat, die finden sehr wohl statt. Und das ist ja das, was mich umtreibt, weil wir einerseits uns ständig wechselseitig mit politischen Argumenten ja in Parlamenten auseinandersetzen, bei denen mir so ein bisschen, bitte nicht als arrogant auslegen, die Substanz fehlt dahinter. Also ich kann noch so lange über Folgekosten und Nachhaltigkeitskosten und Klima und all diese Dinge und damit einhergehende Belastungen für die öffentliche Hand, also für die Bürgerinnen und Bürger reden, wenn ich eigentlich keinen Anhalt habe. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir vielleicht auch eine Chance haben, aus dieser vermeintlich trockenen Debatte um Rechnungslegungsstandards zu sagen, okay, die kann man führen, aber die muss auch mal nicht beendet werden, aber zumindest mal zu einem Verbundergebnis geführt werden, sodass wir uns für von mir aus zu EPSAS am Ende entscheiden. Aber dann sollten wir in die Anwendung gehen. Und mein großer Traum war ja, als wir das angefangen haben, dass wir am Ende als nicht einziges Land in Deutschland mit diesem doppelten Abschluss dastehen, sondern dass 16 Länder so dastehen und wir eine ganz andere Analysekraft der Jahresabschlüsse auch im Vergleich haben. Der Föderalismus lässt sich aus meiner Sicht im Wesentlichen begründen dadurch, dass es der Wettbewerb ist um die besten Ideen und Ergebnisse. Und das meine ich gar nicht nur monetär, das meine ich natürlich auch, wenn es um Bildungspolitik oder um was auch immer geht. Aber es muss doch parallel dazu auch der Wettbewerb um die gleichzeitig nachhaltige Haushalts- und Finanzpolitik sein. Denn der Beste beim Ranking Bildung kann ich natürlich werden, wenn ich da Geld reinpumpe ohne Ende, andere es nicht machen. Dann kaufe ich mir ein gutes Ergebnis, was aber bedeuten kann, dass die Infrastruktur am Ende darunter leidet. Also tolle Schulen, tolle Ergebnisse der allgemeinen Bildung und auf der anderen Seite marode Straßen und keine Infrastruktur im Bereich der digitalen Welt. Also Sie merken, ich brenne das so ein bisschen, weil ich glaube, dass der Nutzen für uns auch als Land, als Hessen, ein Mehrfaches größer wäre, wenn wir dadurch Benchmarks entwickeln könnten, um zu sagen, was kostet eigentlich die Leistung X im Bundesland Bayern, im Bundesland Hessen und in Schleswig-Holstein. Nicht, um sofort daraus den Schluss zu ziehen, dass der eine was falsch, der andere was richtig macht, aber um Impulse zu bekommen, ja, dass wir uns an der richtigen Stelle anstrengen. Und insofern komme ich zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass es eine Chance gibt, wenn wir zumindest Teile in den Parlamenten von diesem Gedanken infizieren. Muss man im Moment mit dem Terminus ein bisschen zurückhaltend sein, aber Sie wissen, wie ich es meine. Und einfach sagen, Mann, du hast als Parlamentarier nicht nur die Budgethoheit, sondern du hast auch die Bilanzklarheit, die genauso wichtig ist, weil was nutzt dir die Hoheit über das Budget, wenn am Ende des Tages wesentliche Informationen fehlen. Aber nochmal, ich will hier nicht besserwisserisch daherkommen und auch nicht diejenigen beschimpfen, die da ein bisschen sehr beharrlich sind in der Bundesrepublik auf Ebene des Bundes und mancher Länder, sondern ich möchte einfach versuchen, dass wir durch gute Argumente überzeugen. Und die Sie genannt haben, überzeugen nicht nur Grüne, sondern auch Sozialdemokraten, bin ich ganz sicher, wenn man sie wirklich mal an diesen konkreten Maßstäben darlegt und sagt, überleg doch mal, was wir bis heute machen. Wir reden über einen Investitionshaushalt, wir reden über konsumtive Aufwendungen, aber eigentlich so ein bisschen wie der Blinde von der Farbe, wenn es um Invest geht, müssen wir weiterdenken. Und das geht halt nur, indem man erstmal grundsätzlich auf ein anderes System als die Kameralistik umschwenkt. Also Sie merken, ich komme immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, weil das ist ja unsere wesentliche Baustelle. Und danach wird es, glaube ich, in Parlamenten keine jahrelangen Debatten über Ipsas, Epsas geben, sondern da wird es erstmal die Debatte erforderlich sein und die ist vor uns und muss geführt werden, dass wir generell auf DOPIC umstellen. Wenn ich da vielleicht ganz kurz ergänzen darf, ich finde das hervorragend, wie Sie das gerade ausgeführt haben, denn das sind genau die Impulse, die die drei Parlamentarier in dem Konsultations- und Beratungsgremium zum Ipsas-Board auch geben, dass sie sagen, wir müssen davon wegkommen, über Rechnungslegung als Selbstzweck zu diskutieren. Die sagen genau das Gleiche, die sagen, kümmert euch um die relevanten Themen, um die gesellschaftlich relevanten Themen und um die Themen, die wir messen müssen im Sinne von, was sind die Kosten von politischen Entscheidungen. Denn beispielsweise, wenn es um die Frage geht, wie wirkt
sich Klimawandel auf den Werterhalt von Infrastrukturvermögen aus? Wie wirkt sich Klimawandel auf das zur Verfügungstellen von Wasser, von natürlichen Ressourcen, von Erhalt von Wäldern aus? Welche Kosten entstehen für Gesellschaften? Das ist die Zielsetzung, die Rechnungslegung verfolgen muss. Und dann spielt es keine Rolle, welches Label Sie auf diese Rechnungslegung kleben, sondern es geht um die Relevanz der Inhalte, die abgedeckt werden müssen. Vielleicht darf ich da auch nochmal anknüpfen, die Frage auch mal an Sie, Professor Groß. Wie ist denn die aktuelle Entwicklung in der Wissenschaft, was diese öffentliche Rechnungslegung angeht? Man hat immer so den Eindruck, so als Beamter von außen, in Anführungsstrichen, mit privater Rechnungslegung beschäftigen sich Heerscharen und mit öffentlicher Rechnungslegung ein paar Referate, sage ich mal, in den Finanzministerien. Und die Wissenschaft stürzt sich auch eher auf die private Rechnungslegung. Wie ist denn da so die aktuelle Entwicklung, die aktuelle Tendenz? Wie nehmen Sie das wahr? Ich glaube, es ist vor allem eine Grundsatzdebatte, wir hatten es in den Vorträgen ja auch angesprochen, wozu dient Rechnungslegung und ist da der Unterschied überhaupt so groß zwischen einer privaten und einer öffentlichen Rechnungslegung? Also Rechnungslegung dient ja dazu, Informationsasymmetrien zu beseitigen und zu informieren. Da ist es eigentlich auch erstmal ganz egal, ob das jetzt ein Bürger oder ein Aktionär oder ein potenzieller Investor ist, sondern ich möchte möglichst Transparenz eine Entscheidungsgrundlage geben. Und ich will hier auch auf die Gefahr hinweisen, dass man durch eine Abkürzung politische Debatten in den Rechnungslegungsprozess verschiebt. Aber das ist nicht Aufgabe der Rechnungslegung. Die Rechnungslegung soll den Entscheidungsträgern die Informationen bereitstellen und die Informationen sollen nicht in eine Richtung verschoben sein. Ja, und das ist so ein bisschen eine Debatte, die man sieht, Informationsfunktion versus Vorsicht, also die wir in, das ist nichts sagen, was mir irgendwann vorgehalten wird, aber Diskussionen, die man vielleicht in der, also es ging HGB versus IFRS, die man geführt hat in den frühen 2000er Jahren, die sieht man jetzt teilweise auch immer noch in der öffentlichen Rechnungslegung. Aber ich will mich nochmal wiederholen, Sinn und Zweck der Rechnungslegung ist, Informationsasymmetrien zu beseitigen und nicht irgendwie Entscheidungen zu determinieren, in der ich in die eine oder die andere Richtung bilanziere. Nein, das ist nicht Aufgabe der Rechnungslegung, sondern nur die Zahlen zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank. Wir sind ja jetzt sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Ich will mal allen noch die Chance geben für ein kurzes Schlusswort. Wir haben ja zurzeit Themen, wo es nicht wirklich um Rechnungslegung geht vor der Haustür. Zum Thema Corona-Pandemie und Themen, die einen ganz anders umtreiben. Ich will mal ganz provokant die Frage auch nochmal in so einer Abschlussrunde mit der Bitte, dass jeder ein kurzes Statement macht, sich einfach mal überlegt, gerade in der aktuellen Zeit, wo stehen wir eigentlich in 5 Jahren, wo stehen wir in 10 Jahren, was dieses ganze Thema DOPIC angeht, Rechnungslegung angeht, Rechnungslegungsstandards angeht, Harmonisierung angeht. Wo stehen wir und als Hessen und wo stehen wir gar nicht mal so sehr als Hessen, sondern vor allem als Deutschland in dieser Situation. Und ich würde gerne anfangen mit dem Projektleiter, das ist das Projekt mit Herrn Bott. Wo siehst du uns in 5 Jahren, in 10 Jahren, was die DOPIC in Deutschland angeht? Also vorbemerkt, sowohl die kameralen als auch die doppelt bilanzierenden Länder inklusive Bund mitnehmen auf dem Weg, Punkt 1. Und ich finde es für wünschenswert, dass wir in 5, 6 Jahren einen einheitlichen Stand, zumindest national, hätten, über die einzelnen Ebenen hinweg, Bund, Länder, Kommunen. Und Starting Point könnte hier sein, HGB in der aktuellen Fassung. Das dürfte niemandem wehtun, würde Wildwüchse eindämmen, die sich momentan auch auf kommunaler Ebene in einzelnen Bundesländern tun, wo die Fantasien dazu führen, dass über das Anschaffungskostenprinzip hinaus aktiviert wird, was das Infrastrukturvermögen anbelangt, dass jedes Bundesland auf kommunaler Ebene sein eigenes Werk definieren muss, ein Standard. Und das wäre, glaube ich, ein wichtiger Beitrag auch, um dann gegebenenfalls den nächsten Schritt zu gehen in Richtung IPSAS. Ja, vielen Dank. Professor Böcking, darf ich Ihnen mal das Wort geben? Ja, ich hoffe, in Deutschland sind wir immer lernfähig, dass es einen neuen Impuls gibt, dass man bereit ist, sofort auf die DOPIC überall umzusteigen, weil ich sehe, das ist im Prinzip ein Faktor, was die IT voranbringt, wo im Prinzip die Scheu genommen wird vor der Digitalisierung, wo wir die Daten zusammenziehen können, auch gerade für die Voraussetzung Klimaschutz. Ich denke mal, das wird auch in der nächsten Bundestagswahl, die bevorsteht, ist ja ein großes Thema. Das heißt, wir brauchen endlich die Instrumente, das fängt damit an, was gerade der Staatsminister sagte, Wodenberg,
Wir brauchen die DOPIC. Da muss man einfach sehen, das ist die Basis. Wir müssen Daten sammeln, wir müssen sie schnell verarbeiten können. Wir können nicht ständig mit Excel-Dateien arbeiten. Ja, die Frage ist, wenn 5 Personen auf einmal beim Bundeshaushalt krank würden, dann weiß ich nicht, wie lange es dauert, den Bundeshaushalt aufzustellen. Das ist halt ganz wichtig. Ich glaube, wir lernen. Und das Schöne finde ich nochmal, dass das Land Hessen wirklich die Initiative ergriffen hat, um zu zeigen im Praxistest, wie nah man beieinander ist. Und deshalb auch mein Dank an Herrn Boddenberg, der gesagt hat, also das Wichtigste ist einfach, schnelle Informationen zu bekommen, und zwar einheitliche Informationen für alle. Und ich glaube, wir schaffen das in Deutschland, denn so schnell wie eine Bundesregierung es schafft, für TUI und Lufthansa 9 Milliarden zur Verfügung zu stellen, so schnell soll sie auch bereit sein im Prinzip jetzt, denn die Kompetenz ist da, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben die ganzen, ich muss es einfach erwähnen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die haben das Know-how. Die haben sogar die Transformation gemacht von HGB auf IFRS. Viele Unternehmen im Mittelstand kennen es auch. Jetzt ist der Bund gefordert, die Länder, einige zeigen es gerade wie Hessen vorn, können es auch. Die Kommunen sind auch schon viel weiter, können damit gut steuern. Und ich glaube, jetzt muss das Signal vom Bund kommen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit auch gut dafür, das zu tun. Und dann glaube ich fest, dass wir das schaffen in Deutschland. In 5 Jahren, denke ich mal, sind wir wieder dabei zu zeigen, wo sind die Standards, wo wollen wir im Prinzip hin in Europa, und da können wir auch Vorbild sein. Wir haben viele, nur wir können es nicht transparent machen, die Informationen sind nicht da. Wir haben viel mehr, glaube ich, als wir momentan kommunizieren können nach außen hin, auch nach Europa, weil einfach die Daten nicht so schnell zusammengeführt werden können. Und ich glaube, das ist die große Chance für Deutschland, wieder den Stellenwert einzunehmen, den wir im Prinzip auch brauchen. Als, sage ich mal, größter Mitgliedstaat in Europa sollten wir im Prinzip auch wieder in der Lage sein, hier zu zeigen, wo sind die Probleme der Zukunft und wie gehen wir damit um. Und dazu brauchen wir durch einheitliche Daten. Wenn wir da nicht mit haben, werden wir auch von den anderen nicht ernst genommen. Ja, vielen Dank. Ich darf einmal springen zu Herrn Müller-Markesberger. Wo sehen Sie uns in 15 Jahren? Also ich könnte die Antwort zweiteilen in eine pessimistische Variante und eine optimistische Variante. Die pessimistische Variante stützt sich auf dem IFAC Accountability Index, der gerade aktualisiert wird im Hinblick auf die Pläne von Staaten zur Reformierung ihres Rechnungswesens just auf 2030. Wenn man danach geht, und ich greife da vielleicht etwas voraus, weil die Daten noch nicht veröffentlicht sind, dann wäre Deutschland relativ isoliert im Jahre 2030, denn ungefähr 75% aller befragten 150 Länder wären dann auf der DOPIC, wenn nicht auf den internationalen Rechnungslegungsregeln. Das wäre die pessimistische Variante. Ich persönlich bin da sehr viel optimistischer, und Veranstaltungen wie die heutige hier geben mir den Anlass dazu. Auch die Art und Weise, wie sich Deutschland mittlerweile im EPSAS-Projekt einbringt, sehr viel aktiver, als wir das noch vor 3-4 Jahren gesehen haben, führt mich zu der optimistischen Annahme, dass wir 2030 mit Sicherheit ein wichtiges Wort mitzureden haben, was die Ausgestaltung der Regeln anbelangt, und diese auch hier aus praktischer Erfahrung anwenden werden. Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen das Wort geben, Professor Groß. Heutzutage will ja jeder negativ sein, Herr Müller-Markesberger, aber wir nehmen das mal als Optimismus. Ich versuche es auch positiv zu formulieren. Also ich denke, mit einer modernen Auslegung des HGBs und auf dem Weg zur DOPIC überhaupt sind wir auf einem guten Weg. In 5 Jahren würde ich mir aber hoffen, dass es ein bisschen mehr Guidance gibt, wenn man eine europäische Vergleichbarkeit will, wie die auch immer heißt, ob IPSAS, EPSAS oder auch einfach der Versuch, möglichst überall, nicht nur in Deutschland, das Ganze EU-konform, IFRS oder IPSAS-konform auszulegen. Für die ganz lange Frist würde ich mir wünschen, dass wir uns wieder mehr Gedanken machen, was wir in Bilanzen ausweisen möchten, also auch auf der Aktivseite. Also ich denke insbesondere an immaterielles Vermögen. Es gibt ganz, ganz viel werthaltiges, selbstgeschaffenes, ob das jetzt eine öffentliche Hand ist oder ob das ein Unternehmen ist, das ja am Markt bepreist ist, das wir aber im Moment nicht sehen. Das heißt, wenn Bilanzen relevant bleiben sollen, müssen wir auf langfristige Sicht überlegen, wie viel Objektivierung wir wollen oder was wir wirklich zeigen wollen. Vielen Dank. Das Schlusswort für die Debatte darf ich Ihnen geben, Herr Minister. Wo sehen Sie uns in 5 oder in 10 Jahren mittel- und langfristig? Kannst du mir ja einfach machen und sagen, ich weigere mich schlichtweg in 5 Jahren hier nochmal diese Europakarte zu zeigen.
Aber im Ernst, ich bin tatsächlich auch durchaus optimistisch, weil ich glaube, dass die Nachhaltigkeitsdebatte zunehmend auch eine breitere Debatte wird. Sie haben es an einigen Beispielen in der klassischen Nachhaltigkeitsdebatte, nämlich der Ökologie, festgemacht. Ich glaube, dass es auch in Wahrheit, gerade übrigens bei jüngeren Menschen, ein Faible dafür gibt, dass Nachhaltigkeit mehr ist als nur dieser Teil, sondern auch Generationengerechtigkeit, Lastenübertragung, nächste Generation und so weiter. Ich bin da übrigens nicht immer nur auf der Seite, gerade der jüngeren Generation, weil ich sage, wir investieren auch ganz schön viel in diese jüngere Generation. Aber die Debatte wird, glaube ich, sich nicht nur nicht aufhalten lassen, sondern die wird an Fahrt zunehmen. Deswegen glaube ich, wenn mal ankommt, dass das hier zwar technische, betriebswirtschaftliche, wissenschaftliche Arbeit ist, die Sie heute hier präsentiert haben, aber am Ende ist es schlichtweg um ganz banale Antworten auf zurechtgestellte Fragen gibt, dann glaube ich, kann man das hinbekommen. Ist sehr mühevoll. Politik wird zunehmend anstrengender in der Vermittlung. Ich bin dazu gerne bereit, geht allerdings zugegebenermaßen nicht auf irgendwelchen Wahlplakaten mit drei Worten die Beschreibung dessen, über was wir hier reden. Deswegen müssen wir ja erstmal bei den Parlamentariern ankommen und da eine Bewegung haben. Dann glaube ich, dass wir auch einen Schritt vorankommen. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir in 5 Jahren jedenfalls eine andere europäische Karte haben. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern heute für die Veranstaltung. Und der IPSAS-Abschluss, den wir erstellt haben, der ist im Internet abrufbar. Dort können Sie auch den Vergleich sehen von den IPSAS-Daten zu den HGB-Daten, damit man einfach mal am praktischen Beispiel sieht, wo sind denn die Unterschiede. Und ich möchte zum Abschluss hinweisen auf die IPSAS Working Group. Die tagt erstmals am 28. April in Deutschland. Ursprünglich in Frankfurt, jetzt halt virtuell, und es wird am 27. April abends wird es eine Vorabendveranstaltung geben mit Herrn Minister Boddenberg, der thüringischen Finanzministerin Taubert, dem Staatssekretär Gatzer vom Bundesfinanzministerium, dem Projektleiter von der EPSAS, des EPSAS-Projekts von Eurostat, Herrn Furinda, und mit einem Vertreter des Deutschen Städtetags, mit Herrn Riedel, dem Kämmerer der Stadt Nürnberg, und würde mich freuen, wenn Sie sich diese Möglichkeit auch wahrnehmen. Die Einladungen schicken wir in Kürze auch rum und würde mich für Anmeldung dort sehr bedanken und möchte hier die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Teilnehmern sehr herzlich zu bedanken für die Runde hier. Ich hoffe, das hat Ihnen auch Spaß gemacht, so wie mir auch, und es sind, glaube ich, einige interessante Erkenntnisse, die wir dort gewinnen konnten. Ganz herzlichen Dank. Das wird eingespielt, der Applaus des Publikums.